Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Vorbereitung auf die US-Börseneröffnung und Live-Trading mit Mare Lüdemann. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und CapTrader. Freue mich sehr, dass Mario sich heute wieder Zeit genommen hat für uns und uns einen kleinen Einblick in seine Vorbereitung gewährt. Und bin natürlich sehr gespannt, was wir heute sehen. Nichtsdestotrotz einmal der Risikohinweis. Dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungszwecken. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen und auf gar keinen Fall als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn der Mario vielleicht den einen oder anderen Live-Trade später macht. Ja? Gut, dann Mario, dann übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche natürlich viel Erfolg, aber auch viel Spaß und ich bin wie immer im Hintergrund, wenn irgendwas ist. Alles klar, vielen Dank, Nelson. Ja, dann erstmal einen schönen Nachmittag an alle, die heute mit dabei sind. Ich muss mal gerade schauen, dass ich die Bildschirmübertragung noch auf den richtigen Monitor bringe. So, ich hoffe, ihr könnt jetzt alle den Agena Trader sehen. perfekt. Okay, dann starten wir erst einmal mit dem Marktüberblick. Also, was mache ich, wenn ich mir, bevor ich in den Handel gehe. Das ist eine tägliche Routine, die bei uns im Handelsbüro abläuft. Vielleicht für die Leute, die uns oder mich nicht so genau kennen. Bin seit über 20 Jahren Händler, hauptberuflich. Wir haben seit 2,5 Jahren ein Handelsbüro hier in Verl, sind zwischenzeitlich mit 4 festen Mitarbeitern bei uns im Büro. Das heißt, hier wird morgens die Handelsvorbereitung gemacht. Wir schauen uns die Märkte an, wie ist es seit dem Vortag in den USA gelaufen. Das sind so die ersten Dinge. Dann, was in Australien passiert, in Japan und dann eben rüber über die Länder Hongkong rüber zu Deutschland. Dann schauen wir wirklich, welche Nachrichten sind morgens da. Und wir haben ja gestern sehr viel Bewegung gehabt. Werden wir auch gleich noch darauf zu sprechen kommen, in einer Einzelaktie aus dem DAX. Das heißt, wir schauen uns also wirklich genau an, okay, wie sieht derzeit das Chartbild aus? So, und das ist ja auch etwas, was für uns wichtig ist. Das schauen wir uns auch gleich für den US-Markt an. Hier für den deutschen Markt ist es relativ sauber im Moment das Chartbild. Wir sehen hier, wir haben hier einen Aufwärtstrend, der hier seit Mitte August vorherrscht. Wir haben hier diese schöne Bewegung nach oben gehabt, dann die Korrektur, nachdem es auf der Oberseite zu diesem Dreifachhoch hier gekommen ist. Das ist auch nicht ungewöhnlich, dieses Dreifachhoch, denn wenn wir hier ein bisschen rübergehen, dann sehen wir natürlich auch hier, dass wir hier diesen Widerstandsbereich haben und an dem kämpfen wir gerade. Das heißt, wir sind jetzt hier in dieser Aufwärtsbewegung nach oben, sind hier schön in diesen Widerstandsbereich reingelaufen, haben es gestern noch nicht geschafft, die Hochs herauszunehmen. Heute besteht wieder die Chance, dass es hier ein Stück weitergeht. Sollten wir es schaffen, hier über den Hochs zu schließen, dann ist das Marktumfeld, ja, ich sage mal, eines der schönsten Marktumfelder, die wir bekommen können, weil saisonal gesehen ist alles in Ordnung. Das letzte Quartal, das wissen die meisten von euch, ist ja grundsätzlich erstmal tendenziell ein starkes Quartal. Wenn wir dann noch sehen, dass wir einen Aufwärtstrend haben und dann auch noch die Hochs hinter uns lassen, auch wenn es in diesem Fall, wenn wir hier nochmal zurückgehen, wir uns nur an Jahreshochs befinden und nicht an Allzeithochs, da sind wir noch ein Stückchen von weg. Dann müssen wir hier oben Richtung 13.600, aber bis dahin sind halt auch noch knapp 1.000 Punkte Luft und wenn wir die als Performance bis zum Jahresende bekommen könnten, wäre das natürlich sensationell. Aber wir müssen mal schauen, was der Markt uns am Ende des Tages bietet. Ich kenne natürlich auch immer die Aussagen, die auch immer wieder getroffen werden. Ja, das allgemeine Marktumfeld ist aber gar nicht so bullisch. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon oft gehört oder gelesen. Ich sage einfach nur Rezessionsangst. Natürlich haben wir die Geschichte mit dem Brexit. Wir haben den Handelskrieg zwischen den USA und China. Also all diese Punkte sind natürlich da. Und die schlagen auch immer, das haben wir ja auch gesehen, hier immer wieder mal zu, als der Markt hier sehr schnell auch nach unten gegangen ist. Das war diese Marktphase gewesen. Auch hier in der Korrekturphase kommen solche Sachen natürlich auch immer wieder gerne. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass der Markt jetzt doch wieder nach oben läuft. Das heißt also, diese politischen Börsen, von denen wir immer sprechen, haben halt sehr kurze Beine. Das sind so kurze Einschläge, die man sehr, sehr gut eben nutzen kann für den Einstieg. Und das seht ihr auch hier. Ich war vor
knapp 2 Wochen am 4. Oktober beim Psychologie-Seminar. Das haben wir gehalten in Zusammenarbeit mit André Stagge und Roland Ulrich in Frankfurt und haben wir an dem Freitagmorgen noch darüber diskutiert, geht der Markt jetzt wieder auf die Long-Seite oder nicht. Ich nehme mal hier die den Kreis hier nochmal raus. Das ist genau hier dieses Signal, das zeigt uns die Morgenroutine an. Okay, die Privaten sind sehr stark auf die Short-Seite gewechselt. Das sieht man anhand von Put-Call-Ratios, hier ein Greed-Index. Man sieht es anhand der verschiedenen Futures auf die Volatilität, sowohl auf den VIX-Future als auch auf dem VDAX New. Also all diese Dinge gucken wir uns natürlich jeden Tag in der Morgenroutine in der Tiefe an. Und dann kam genau hier an diesem Freitag dann entsprechend das Signal, und was wir dann gesehen haben, ist eine Aufwärtsbewegung von mehr als 5% in den darauffolgenden 8 Tagen. Und das ist eben das Besondere. Das kann ich auch nur jedem raten, macht eine Morgenroutine. Also schaut euch nicht nur die Nachrichten an, sondern schaut wirklich genau auf die verschiedenen Indikationen, wie verhalten sich die Märkte, vor allen Dingen, wie verhält sich die Volatilität an den Märkten, weil daraus kann man einfach sehr, sehr viel ablesen, wenn man sich diese Daten Tag für Tag aufschreibt. Und das machen wir jeden Tag. All diese Dinge, die wichtig sind, die so eine Morgenroutine dauert so 20 bis 30 Minuten, dann hat man alle wichtigen Dinge zusammen. Der ein oder andere von euch war ja auch schon bei uns auf dem Mastermind-Seminar, wo wir einen Tag nur ausschließlich über dieses Thema sprechen. Warum? Weil, und das ist das, was wir dann am Ende auch immer sofort gespiegelt bekommen, auch diese Woche wieder und auch letzte Woche von den Kunden, dass man dann eben genau hier diese Punkte findet. Weil ihr könnt halt, wenn ihr das tagtäglich verfolgt, das ist so ähnlich wie mit der Branchenrotation, immer sehr genau feststellen, welche Märkte laufen jetzt gerade wieder an, wann ist also ein Überverkauftsein, und zwar nicht anhand von Indikatoren, die im Chart sind, sondern von Indikationen eben sowas wie Put-Call-Rate. Was wir dann gesehen haben, ist nichts anderes, als dass wir hier im Stundenchart dann sehr sauber nach oben gelaufen sind. Das Ganze kann man hier auch ganz gut sehen. Wir haben hier einen sehr schönen Trend bekommen, der hier dann auch im Stundenchart nach oben gelaufen ist. Und das Ganze hält auch immer noch an. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass es hier noch ein Stück weitergehen kann. Wie weit die Reise dann trägt, ist natürlich schwer zu sagen. Es kann auch immer gut sein, dass man gerade an diesen Hochs hier, dass der Markt da kurzfristig abprallt, weil wir nun eben auch in kurzer Zeit über 5% Performance gemacht haben. Man darf immer nicht vergessen, dass die durchschnittliche Performance im DAX so bei ungefähr 6% im Jahr liegt. Und wenn man dann so eine Bewegung sieht, die in 8 Tagen mehr oder weniger die ganze Jahresperformance macht, das haben wir Anfang des Jahres auch gesehen, das ist natürlich dann immer schon sehr gut. Am Ende ist das aber auch der Grund, warum wir natürlich als Trader so überdurchschnittlich hohe Renditen erzielen, weil natürlich, wenn man sagt, aus Jahr gesehen 6% ist das eine, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch immer diese Korrekturen und all diese Dinge, die mit dabei sind, und somit haben wir natürlich immer wieder die Möglichkeit, aus den Korrekturen heraus eben entsprechend in diese Aufwärtsbewegung zu kommen, und das ist als Trader eben besonders wichtig, dass ihr diese Tiefpunkte im Markt erkennt und diese dann nicht nur erkennt, sondern entsprechend auch in Trades umsetzt. Ob man das jetzt hier im DAX macht oder ob man es im S&P macht oder in Einzelaktien oder auch über alles, das bleibt natürlich immer jedem selbst überlassen. Ich kann nur immer jedem raten, kümmert euch darum, weil dann, wenn ihr so eine Morgenroutine macht, findet ihr einfach extremst gute Einstiege in den Handel. So, und von da aus wissen wir jetzt halt, okay, der deutsche Markt sieht gut aus. Vor allen Dingen, wie gesagt, im Tageschart sehen wir, dass wir hier oben an dieser Marke sind. Sollten wir hier oben heute nochmal neue Hochs machen, dann steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es auch in den nächsten Wochen weiter bergauf geht. Das heißt, ich würde hier jetzt im deutschen Markt im nächsten Schritt dann einfach schauen, okay, welche Aktien sehen gut aus? Das haben wir auch gestern schon im Rahmen von unserer Webinarreihe ein kleines Konto Großtraden gemacht. Einmal genau zu schauen, okay, welche Titel sind denn jetzt besonders spannend? Wo möchten wir rein? In welche Titel sind wir auch schon reingegangen, damit man einfach von dieser Bewegung hier weiter profitieren kann. Im nächsten Schritt gucken wir dann gleich natürlich noch auf die Nachrichten, die heute reingekommen sind. Auch das gehört natürlich mit zur Handelsvorbereitung.
Werfen wir einen Blick auf den ES, also sprich auf den S&P Mini Future. Ist diese Bewegung ähnlich gelaufen wie im DAX? Das ist das, was ich gerade schon gesagt habe. Also wenn wir uns anschauen, hier von den Tiefs rauf etwa 5%. Beim DAX war es doch noch eine Schippe mehr. Wenn wir uns das anschauen, auch hier haben wir ein ähnliches Bild. Auf der einen Seite sieht das Bild sehr gut aus. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ist hier der nächste Widerstandsbereich. Wir sind hier 1, 2, 3, 4 mal oben angelaufen, zwischen 3025 und 3030 Punkte. Im Regelfall nimmt der Markt das mal nicht so einfach raus. Das muss man einfach ganz klar so sehen. Deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass wir in den nächsten Tagen eine extreme Rallye sehen werden, sondern dass wir wahrscheinlich erst noch mal ein Luftholen bekommen, bevor wir dann aber Richtung neue Hochs laufen werden. Der Unterschied zum deutschen Markt liegt vor allem darin, dass wir hier, und das kann man hier ganz gut sehen, uns nicht auf Jahreshoch nur befinden, sondern sogar auf Allzeithoch. Das heißt, der amerikanische Markt ist grundsätzlich stärker. Das ist auch schon das ganze Jahr über so gewesen, dass der amerikanische Markt sich hier viel besser gehalten hat als der deutsche Markt. Auch wenn wir uns die Kursrückgänge angeschaut haben, sah man das auch sehr gut. Das heißt, auch hier macht es auf jeden Fall Sinn, immer wieder zu schauen, okay, in welchen Markt möchte ich gehen? Und das war ja über lange, lange Zeit immer der amerikanische Markt und jetzt, wie gesagt, seit neuestem auch der deutsche Markt, weil da haben wir auch Aktien, die plötzlich sehr, sehr stark waren. Ja, kommen wir noch zum Nasdaq. Hier sind ja viele auch von euch unterwegs. Warum? Ja, auch relativ einfach erklärt. Natürlich ist der Nasdaq sehr technologielastig. Das heißt, hier werden im Regelfall schnell große Gewinne gemacht und von den Unternehmen auch. Und deswegen haben wir hier einfach auch ein wenig mehr Volatilität. Das werden wir auch gleich, wenn wir auf die Seite von Finviz gehen, sehen, dass natürlich hier Aktien aus diesem Bereich häufig sehr starke Schwankungen haben. Auch hier sehr schön zu sehen, dass der letzte Trend seit August hier intakt ist. Also auch das von der Seite hier alles in Ordnung. Wir haben hier eine relativ starke Korrektur gehabt. Da hat sich schon der ein oder andere umgeschaut, als die Korrektur dann vor 3, 4 Wochen hier doch recht deutlich von der 7.900er Marke Richtung 7.500 ging. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, das sind halt 5, 6%. Das ist keine Welt. Das ist auch nicht ungewöhnlich. Wir dürfen nicht vergessen, das ist der September gewesen, der grundsätzlich eher sowieso als ja volatiler Monat gilt. Wir haben auch hier häufig auch negative Vorzeichen am Ende eines Monats. Also auch das ist nicht ungewöhnlich. Ist auch ein Grund dafür, warum ich auch gerade in diesen Monaten August und September sehr gerne meinen Urlaub lege beziehungsweise sehr viele Vorträge halte, weil das einfach nicht die unbedingt beste Trading-Zeit ist. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Es gibt Jahre, da ist es besonders gut, weil die Märkte einfach nach unten wegbrechen. Aber das ist heute eben nicht passiert und von daher, oder diesmal nicht passiert, also von daher ein ganz normales Bild. Holger schreibt gerade, Bildschirm sehr unscharf, also bei mir, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Nee, kann ich nicht bestätigen. Alles gut eigentlich. Also Holger müsste dann bei dir dran liegen, also wie gesagt, also unsere Internetverbindung scheint relativ stark zu sein hier. Ja, super, also von daher alles gut, danke. Ja, wichtig ist hier, dass wir jetzt die Marke hier von 8.000 knacken. Da bin ich sehr gespannt, ob uns das heute oder morgen gelingen wird, dass wir hier über die erste Hürde gehen. Und dann ist es am Ende des Tages wichtig, dass wir hier das Jahreshoch rausnehmen bei 8.050 Punkte. Das sind jetzt von hier aus ungefähr 110 Punkte oder 1,4%. Das heißt also, wenn wir das rausnehmen auf Schlusskursbasis, dann ist hier auch wirklich der Weg wieder frei, weil gerade wenn Märkte oder auch Aktien neue Jahreshochs machen oder Allzeithochs machen, wirkt sich das häufig sehr positiv aus. Das heißt, wenn wir uns das gesamte Marktumfeld anschauen, sowohl im amerikanischen Markt als auch im deutschen Markt, lässt sich sehr einfach sagen, die Märkte sehen hier gut aus und wir haben hier gute Chancen, dass die Rallye der letzten 5 bis 10 Tage hier weitergeht, weil es war eine sehr, sehr starke Rallye auf die letzten 8 Tage zwischen 5 und 6% in den einzelnen Märkten. Ich hoffe, der ein oder andere konnte das Ganze auch in seinem Handel mitnehmen.
Das ist eigentlich das, worum es hier geht, hier den Fuß in die Tür zu bekommen, immer im Herbst, nicht nur im Day-Trading, sondern natürlich auch im Swing-Trading, wenn man auf den mittleren Zeiteinheiten, beispielsweise im Stunden- oder Tageschart unterwegs ist. Und natürlich für alle die, die sich auch mit Saisonalitäten auseinandersetzen im Investmentbereich, auch da ist natürlich sehr schön, dass wir hier diese tolle Aufwärtsbewegung, diese 5% hier schon mal mitnehmen konnten. Dann schauen wir noch einmal, bevor wir gleich in die Einzeltitel und in die Nachrichten gehen, vielleicht noch mal ein kurzer Blick, weil diese Frage auch immer kommt. Wie sieht es im MDAX aus? Und hier ist das Bild nicht ganz so toll, wie wir das im DAX sehen. Das kann man hier auch ganz gut sehen. Also die Jahreshöchststände oder beziehungsweise die Allzeithochs hier bei 27.500. Und hier haben wir nicht wie beim DAX die Hochs schon rausgenommen. Das ist etwas, was wir in den letzten Wochen schon stärker beobachtet haben, dass der MDAX etwas schwächer unterwegs ist, als wir das im DAX gesehen haben. Wir haben sowieso, dass wir häufig in den letzten Wochen des Jahres häufig natürlich die Titel aus der ersten Reihe sehen, die besonders stark sind. Dass das schon so frühzeitig wechselt, ist eher ungewöhnlich. Nichtsdestotrotz können wir hier ganz gut sehen, wann ändert sich das Gesamtbild. Nun ja, wenn wir hier dieses Dreifachhoch hier herausnehmen, bei etwa 26.200, 26.400 Punkte. Das heißt, wenn wir es schaffen, da durchzukommen, dann bekommen wir auch von hier grünes Licht und der Markt hat dann gute Chancen, dann auch zur Jahresendrallye anzusetzen. So, von hier aus, wenn ich dieses Bild habe, das heißt, ich suche in erster Linie einfach Titel aus der ersten Reihe, sowohl aus dem deutschen Markt als auch aus dem amerikanischen Markt oder ganz, ganz starke Titel aus der zweiten Reihe. Das heißt, hier ist wirklich der genaue Blick dann vonnöten, sich genau anzuschauen, okay, welche Aktien sind denn hier jetzt besonders spannend. Was schaue ich mir dann darüber hinaus noch an? Und das machen wir jetzt natürlich auch, ist natürlich der Wirtschaftskalender. Welche Daten stehen heute an? Und da haben wir hier in 14 Minuten oder in 13 Minuten die Einzelhandelsumsätze. Ist vor allen Dingen für die interessant unter euch, die sowohl beispielsweise den Euro gegen US-Dollar handeln, also im Devisenmarkt schauen, als natürlich auch, ob die Futures sich entsprechend hier bewegen. Im Regelfall ist es so, dass die Einzelhandelsumsätze zwar eine größere Bedeutung haben, man sieht das auch hier nach Relevanz, aber am Ende des Tages ist es tatsächlich so, dass wir hier seltener große Umschwünge in den Märkten sehen. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich gleich auch hier um 14.30 Uhr einen Blick dann auf die entsprechenden Märkte werfen, denn manchmal ergibt sich natürlich auch hier etwas. Wesentlich spannender ist es eigentlich immer donnerstags beziehungsweise freitags. Donnerstags dann, wenn der Zinsentscheid ansteht oder eben entsprechend freitags, wenn die Arbeitsmarktdaten kommen, weil wir hier dann eben sehr häufig doch recht starke Bewegungen in den Märkten sehen können. Darüber hinaus natürlich immer die aktuellen Nachrichten und da muss man immer unterscheiden zwischen Zeit, also Nachrichten, die tatsächlich, die wir in Realtime bekommen können. Das heißt, dafür braucht ihr einen Datenanbieter, den man auch bezahlen muss, um Realtime Nachrichten zu bekommen. Auf der anderen Seite kann man hier beispielsweise über Finanznachrichten die Daten 15 Minuten zeitverzögert bekommen, was im Regelfall auch vollkommen ausreicht. Hier bekommt man gerade als Privater relativ einfach und schnell einen groben Überblick. Das heißt, hier wird zum einen angezeigt für die großen Indizes vom DAX bis zum S&P 500, wie sieht die tatsächliche Performance gerade aus in den Einzelwerten. Für den amerikanischen Markt sehen wir uns das gleich auch noch bei Finvis an. Da kann man das auch immer sehr schön sehen, welche Aktien gerade spannend sind. Aber hier beim DAX zum Beispiel auf den ersten Blick ohne Screening-Programm. Fresenius führt heute mit 2% auf der Oberseite und wir sehen die deutsche Börse auf der Unterseite als Verlierer. Eikstra mit plus 3%, Cancom mit minus 3%. Das sind keine großen Bewegungen, die wir hier sehen. Also alles, was so 2-3% ist, ist für einen Daytrader selten spannend. Ganz anders gestern bei Wirecard. Da schauen wir uns dann gleich noch an. Also das sind zwei wichtige Bereiche, auf die ich hier schaue. Dann von hier aus dann ein bisschen runter. Hier seht ihr bei den meistgelesenen News das, was die Privaten häufig lesen. Und da sehen wir natürlich, dominierend ist hier ganz klar Wirecard. Wirecard ist gestern ja massiv unter Druck geraten. Ich gehe hier mal kurz
auf den Chart auch von Wirecard. Ich gehe mal hier kurz in den Screener rein, da könnt ihr sehen. Vorgestern Abend hat die Aktie bei 139 oder 140 geschlossen und ist gestern im Tief hier runtergekommen bis auf 107,8. Und das ist halt schon massiv, wenn man sich das anschaut hier, was hier an Bewegungen gewesen ist. Es sind roundabout 22% Minus, die da mal ganz locker gestern intraday verloren gegangen sind. Dann hat der Markt sich hier so ein bisschen erholt. Und wir sind jetzt etwa auch auf dem Niveau von gestern zum Schlusskurs. Und das ist eben das, was beim Nachrichtentraden natürlich das Spannende ist. Das heißt News Trading, sowohl im Tageschart als auch natürlich im Stunden, aber vor allen Dingen für die Daytrader natürlich im Intraday-Handel ist das natürlich ein gefundenes Fressen, wenn eine solche Nachricht oder eine negative Nachricht kommt. Das hat man hier ja auch gesehen. Es ist dann sofort hier zu einem Gap gekommen von ungefähr 4% und dann daraus ist der Markt halt gefallen. Das heißt, das ist so typisches News Trading. Das ist auch nicht für jeden was, das Ganze Intraday umzusetzen. Im Tag-Stundenhandel, also gerade im Stundenhandel, lässt sich das häufig wesentlich einfacher durchführen. Wenn man jetzt zum Beispiel in den Stundenchart geht, weil ich sage mal, die meisten, die berufstätig sind, die kriegen so eine Nachricht eigentlich ja meistens gar nicht mit. Dann kann man hier sehen, es gab hier diese eine Welle nach unten. Es gab auch keine zweite Welle bisher. Von da an hat der Markt sich jetzt hier so ein bisschen wieder nach oben entwickelt. Das heißt, man kann hier ganz gut sehen, dass hier die Welle nach oben ging und dass wir jetzt hier im Korrekturbereich sind. Das heißt, der Markt korrigiert seine starke Abwärtsbewegung, die er hatte. Und solange diese Korrektur hier noch läuft, macht es halt auch wenig Sinn, dagegen zu setzen. Das heißt, der Bereich, wo man jetzt auf Wirecard wieder sehr gut setzen kann, und das hatte ich so ein bisschen gehofft, dass das vielleicht heute Nachmittag passiert ist, dass wenn der Markt hier plötzlich wieder eine starke Bewegung nach unten bekommt und der Druck dann wieder da ist, dann könnten wir hier sehr, sehr gut hier einen entsprechenden Short Trade aufsetzen. Ansonsten ist es hier sehr schwierig, hier in den Trade hineinzukommen, denn wo wollen wir unseren Stop hinsetzen? Das ist immer so ein bisschen die Problematik, mit der wir immer zu tun haben im Trading. So schön das ist, volatile Trades zu Aktien zu haben, die sehr volatil sind, am Ende des Tages müssen wir aber immer schauen, wo kriegen wir denn unseren Stop hingepackt? Und wenn wir beispielsweise hier mit einem Handelsansatz agieren, wie dem Trick des Traders, dann kann man das natürlich grundsätzlich machen, wenn man sich anschaut, ja, das hier war die letzte Bewegung hier herunter, dann ist das alles wunderbar. Nur am Ende des Tages wird es dann trotzdem schwierig für uns, das Ganze entsprechend umzusetzen. Warum? Weil wenn wir schauen, hier oben der Stop müsste über 143,50 liegen. Das Tief war bei ungefähr 108. Das heißt, das sind 35 Euro dazwischen. Wenn wir uns jetzt auf diesem Niveau hier einkaufen würden bei 125 und wir müssen den Stop halt hier hochsetzen, dann haben wir einen Stop von 20 Euro. So, und da kann sich jeder ausrechnen, wenn er einen Stop von 100 Euro hat, dann kann er mal gerade 5 Wirecard shorten. Selbst bei 200 Euro Risiko sind es halt nur 10 Aktien, also ungefähr für 1250 Euro. Das ist meist kein gutes Chance-Risiko-Verhältnis, denn ihr müsst euch immer vorstellen, und das ist so, was am Ende des Tages halt immer wichtig ist, wenn das das Risiko ist, dann wollt ihr ja mindestens das Risiko beziehungsweise am liebsten sogar zweimal das Geld verdienen. So, und das heißt, wenn ihr jetzt hier short geht, dann müsste ja die Aktie schon einmal Richtung Tiefs laufen von dieser Stelle aus, damit ihr ungefähr ein Verhältnis von 1 zu 1 habt. Und wenn ihr ein Verhältnis von 2 zu 1 haben wollt, naja, da muss die Aktie hier schon im Bereich von 95 Euro laufen. Dann haben wir ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Das heißt, wenn man eine Trefferquote hat oder ihr eine Trefferquote habt, die um die 50% liegt, vielleicht ein bisschen besser oder schlechter, je nachdem, wie erfahren ihr im Trading seid, werdet ihr feststellen, das ist doch ein ganz schönes Stück Holz, wenn die Aktie hier von 125 nochmal auf 95 fallen soll. So, und weil das eben so ist, fällt mir es immer schwer, hier so blind mit dem Trick des Traders hier zum Beispiel zu agieren, sondern ich würde hier jetzt einfach warten, ob die Aktie in einer nächsten Welle nach unten hier so ein schönes 1, 2, 3 ausbildet, das ich dann nutzen könnte, um hier entsprechend einen Trade aufzubauen. Aber das mal nur am Rande, dass wir auch mal seht, wie so meine Herangehensweise bei News Trades ist. Wie gesagt, Intraday war das gestern sehr spannend zu sehen, was hier passiert ist. Es war auch relativ
einfach in der Umsetzung. Aber für die, die berufstätig sind, und das sind ja die meisten Trader, ist das Handeln auf Stundenbasis von Use besonders spannend. Und das ist meistens sogar profitabler, als das im Daytrading zu machen. Warum? Nun ja, es liegt einfach daran, dass es einfach viel, viel weniger Fehlsignale gibt. Und dann muss man da halt schauen. Ansonsten, wie gesagt, sehen wir hier bei der Daily Performance, dass es hier keine großen Ausreißer heute gibt, also anders als gestern. Wir sehen hier, dass die Fresenius heute ein bisschen stärker ist. Gehen wir erst in den Tageschart, damit wir sehen, warum wir hier nicht unbedingt auf der Long-Seite aktiv waren. Die Aktie ist halt übergeordnet in einem Abwärtstrend, der hier nach unten geht. Das heißt, das sind einfach Dinge, die muss man als Trader darauf achten, dass man da nicht plötzlich sich gefangen nimmt von so einer Bewegung, die dann plötzlich hier nach unten wegläuft. Das kann man hier ganz gut sehen. Also die Bewegung ist nach unten. Die Korrektur ist zwar stark, das sehen wir hier ganz gut. Die ist hier 8-9%, wo der Markt hier nach oben läuft. Nichtsdestotrotz, solange wir hier eben den Abwärtstrend nicht brechen, hier bei 46 Euro in etwa, ist das halt einfach nur eine Korrektur des Abwärtstrends. Wenn die auch sehr stark ist, aber am Ende des Tages bringt sie uns nicht wirklich weiter. Ähnliches bei VW, wobei VW auch wirklich, wirklich sehr, sehr stark ist. Wir sehen hier jetzt auch im Tageschart, die haben hier den Ausbruch nach oben gestern geschafft, deswegen auch heute die Anschlusskäufe in VW. Also da macht es schon mal eher Sinn, hier zu schauen, wie kann man in einen solchen Trade hineinkommen. Aber es ist halt kein News Trade, sondern es ist einfach einer, der rein aufgrund der starken Volatilität nach oben zieht. Und das ist ja auch der Grund, warum ich heute für heute Nachmittag auch schaue, okay, welche Aktien bieten sich vielleicht im amerikanischen Markt an? Wo haben wir hier entsprechend Stärke gehabt gestern? Wo macht es also Sinn, hier den einen oder anderen Trade aufzumachen? Vielleicht auch gerade im Zusammenhang mit kleines Konto Großtraden, wo wir jetzt ja auch anfangen, im Echtgeldkonto hier entsprechend Trades aufzusetzen. Also von daher macht es jetzt hier doppelt viel Spaß und Sinn zu schauen, okay, wie wird die Markteröffnung hier heute sein, und vielleicht bietet sich der ein oder andere Trade an, den wir halt hier auch mit aufnehmen können. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr diese natürlich auch immer gerne in den Chat schreiben. Ich schaue immer zwischendurch, ob Fragen da sind, auf die ich dann natürlich hier auch gerne eingehe. Gut, dann gehen wir in den nächsten Step. Und zwar ist das natürlich die Seite von Finvis, die extremst gut ist, die Seite. Man kann hier wirklich viel rausziehen als Trader. Ist vor allen Dingen eine Seite, die uns einen guten Überblick gibt. Das heißt, wir sehen hier sehr einfach und schnell die wichtigsten Dinge, die im Handel halt wichtig sind. Da haben wir zum einen hier dieses Feld, dieses sogenannte Map. Wenn ich im Handel bin, habe ich die immer auf einem Schirm offen, weil ich hier sehr gut sehen kann, welche Branche gerade gespielt wird an dem Tag. Man sieht ja auch ganz gut die Veränderungen, die so über den Tag kommen. Man sieht, was sind so die Gewinner der einzelnen Sparten. Wir sehen hier auf den, also das Grün, das sind halt Gewinner in den verschiedenen Schattierungen. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich in Dunkel oder auch in Rot dann eher die Verlierer. Und das gibt mir immer einen sehr guten Überblick. Also selbst wenn ich mal gerade nicht direkt im Handel bin, sondern vielleicht gerade Mails lese oder was anderes am Rechner mache, weil das gehört ja auch mit zu meinen Aufgaben. Ich bin ja nicht nur im Handel. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass wir hier ein Handelsbüro haben, wo auch viele andere Aufgaben auch anfallen. Und wenn jetzt zum Beispiel die Eröffnungsphase vorbei ist, das heißt, auch da habe ich ja schon oft drüber gesprochen, ich habe früher am Tag 14 Stunden am Handelsdesk gesessen. Das mache ich heute so nicht mehr. Ich konzentriere mich also hauptsächlich auf die umsatzstarken Zeiten. Das hat nicht damit zu tun, dass man außerhalb dieser umsatzstarken Zeiten keine Gewinne machen kann. Aber am Ende ist es so, dass ich den größten Gewinn oder die größten Umsätze dann tatsächlich zu Handelsbeginn habe und natürlich auch zum Handelsende. Und das heißt, ich konzentriere mich da natürlich einfach auf die Phasen, wo die höchste Volatilität ist, weil das zu meinem Handelsansatz am besten passt. So, das heißt, wir haben hier einmal dieses sogenannte Map. Dann haben wir hier oben natürlich auch den Überblick über die großen Indizes. Und wenn ihr mal nicht wisst und ihr zum Beispiel keinen Screener habt, den ihr nutzt, wobei ich hoffe, dass ihr alle Screening-Möglichkeiten nutzt, könnt ihr hier auch sofort sehen, okay,
Was sind denn jetzt die stärksten Titel? Man sieht hier schon, dass bei den größten Gewinnern in erster Linie Aktien sind, die unter 10 Dollar liegen. Das heißt also, da hat man tatsächlich, und das höre ich auch immer wieder in den Trader-Seminaren, Penny Stocks sind doch total super, wenn man hier so schaut, so eine Aktie 30% plus oder hier 78% plus, das ist natürlich schon echt der Hammer. Ganz klar, also das passiert eher bei diesen billigen Aktien, aber wir haben auch hier eine Aktie, die halt wesentlich stärker war und die dann auch im Tagesverlauf, kann man hier ganz gut sehen, bei 140 ungefähr aufgemacht hat und dann auf 150 hochgegangen ist. Also da kann man sich immer sehr gut einen Überblick verschaffen, welche Aktien auf der Long-Seite besonders stark sind, beziehungsweise hier auf der Short-Seite, die dann hier eben entsprechend massiv verlieren. So, und das sind einfach Dinge, die gucke ich mir halt immer wieder an. Ich mache es im Regelfall dann nicht mit Finviz, sondern mit dem Agena Trader, weil das das Tool ist, was ich halt sehr gerne benutze. Aber gerade wenn man jetzt am Anfang ist und keine großen Kosten auf sich nehmen möchte, dann kann man einfach solche Seiten wie Finviz eben nutzen, um hier entsprechend sich vorzubereiten, zu schauen, okay, welche Aktien waren gestern besonders schwach, die möchte ich vielleicht heute nutzen auf meiner Watchlist, um einfach ein bisschen genauer zu schauen, okay, vielleicht ergibt sich da nochmal der ein oder andere Trade, gerade wenn hier News dahinter hängen und ihr könnt immer davon ausgehen, wenn ihr solche Bewegungen habt von 30, 40, 50%, ist fast immer eine News, die dahinter steht. Wenn wir auf der Seite von Finanznachrichten sind, die ja für den deutschen Markt besonders spannend ist, ist eigentlich ganz schön. Wir sehen hier zum einen die Aktien, die am meisten gelesen werden von den häufig natürlich privaten. Das heißt aber nicht, dass das unbedingt die Aktien sind, wo wir die größten Gewinne machen können, oder dass es eine Übersichtsseite für die News sind, weil das sind natürlich auch viele Dinge, wo Sachen aufgegriffen werden. Was ich halt sehr, sehr gerne nutze, ist der nächste Bereich, nämlich aktuelle Marktberichte. Da gehen wir jetzt auch drauf, zum Beispiel, da können wir hier dieses Mittagsbriefing uns entsprechend anschauen und da sieht man dann eben hier, wie haben sich die Märkte gestern entwickelt, je nachdem, wann ihr auch anfangt mit dem Handel, ob ihr morgen schon den deutschen Markt auch mitnehmt für den Handel oder ob ihr eben erst nachmittags in die US-Session einsteigt, aber dann wisst ihr schon mal, okay, das sieht alles soweit gut aus, der Nikkei war im Plus gewesen, die europäischen Märkte sind so ein bisschen unverändert zum Vortag, aber da waren wir auch gestern und vorgestern besonders stark gewesen. So, und dann kommen wir jetzt hier auch schon auf den Ausblick für die US-Märkte. So, und da muss ich auch erstmal kurz schauen, was es da Neues gibt für heute. Also das Thema Handelsstreit wird wieder mal aufgekocht. So, das heißt also, es sind eigentlich die drei Dinge, die wir die ganze Zeit immer schon haben. Das ist einmal der Handelsstreit, wir sehen den Brexit und die Einzelhandelsumsätze. Das heißt, wir werfen da auch jetzt einen Blick drauf, was dort passiert ist. Deswegen gehe ich hier sofort in den ES. Das sieht man hier im Tageschart nicht wirklich. Das heißt, wir müssen jetzt hier kurz in die Minute runtergehen. Da sehen wir, okay, hier gab es eine kleine Bewegung. Und ich sage deswegen klein, weil das sieht im Minutenchart manchmal so gigantisch aus, wenn man die Skalierung so wählt, da denkt man, wow, was ist da passiert? Aber wenn ihr euch das anschaut, wenn man hier vom Hoch hingeht, also wir reden von 0,06% im Hoch von 0,1%. Also ein Thema, was wir auch gestern angesprochen haben bei kleinen Konten. Ihr müsst halt immer auf die Skalierung schauen. Also, weil ihr zerschießt euch so ein bisschen das Gefühl, wenn ihr solche Skalierungen hier wählt, dann glaubt man, Gott weiß, was für eine Bewegung da gewesen ist. Aber eine Bewegung von 0,1, 0,2% ist natürlich absolut nichts sagend. Es kommt alleine schon deswegen, weil die Handelsumsätze vor 14:30 Uhr, also hier in dieser Periode, nahe Null sind. Das heißt, man schießt also was das angeht, immer mit den Handelsumsätzen halt sehr, sehr stark zurück und es macht halt überhaupt keinen Sinn, dann darauf weiterzuschauen. Wenn wir jetzt auf den DAX schauen, was ist da passiert, da sieht man hier jetzt ganz klar, also der Markt zieht hier halt runter. Erst nach oben, dann hier nach unten, bewegt sich aber eigentlich genau in der Sparte, wo wir hier die ganze Zeit gewesen sind. Das heißt,
Es ist am Ende des Tages nichts passiert. Es ging hier 0,1% rauf, 0,1% runter, vielleicht auch 0,2. Es macht einfach keinen Sinn. Also wann macht es Sinn, diese Daten zu nutzen? Eben dann, wenn hier größere Bewegungen sind, wenn ich sag mal so, wenn ihr jetzt plötzlich seht, okay, der Markt schießt hier mal um, gerade im deutschen Markt um 0,5% und mehr innerhalb von 1, 2 Minuten nach oben und dann wieder nach unten, dann kann man schon sagen, okay, da ist ein bisschen was passiert, aber ansonsten ist es einfach nicht sagen. Und das sind dann diese Non-Events und die kosten die meisten Trader auch das meiste Geld. Also wir haben immer wieder die Diskussionen auch bei uns, sowohl mit unseren Kunden im Coaching-Bereich, aber auch eben in den Seminaren. Ja, was macht ihr denn, wenn eben nichts passiert im Markt? Also so ein Event wie jetzt, wo eigentlich man sieht, hier passiert eigentlich gar nichts. Wie nutzt ihr das? Naja, und am Ende hat der Kunde sich schon selbst die Antwort gegeben, wenn er sagt, das ist halt ein Non-Event, dann heißt es auch nichts anderes, als dass wir das eben nicht nutzen, sondern das ist etwas, was ich gestern auch schon im Rahmen von Kleine Konten gesagt habe. Wenn der Markt nichts hergibt, dann macht es halt keinen Sinn, auf kleinen Zeiteinheiten zu schauen, weil dadurch wird der Markt oder der Handel nicht besser. Wenn wir keine Bewegung in den mittleren Zeiteinheiten haben, dann sind die halt in den kleinen auch sehr klein. So, das heißt, wir schauen einfach nur, gibt es starke Bewegungen im Tageschart, dann gibt es die nämlich auch im Stundenchart und dann gibt es die auch intraday. Und wenn das nicht der Fall ist, dann lässt man es einfach sein. Das heißt auch, wir gehen dann einfach hin, dass wir schauen, okay, wo macht es jetzt Sinn, entsprechende Trades aufzusetzen? Das ist im Regelfall so, dass wir jetzt versuchen, aus der Korrektur heraus in Trades hineinzukommen, weil wir davon ausgehen, dass es in den nächsten Tagen und Wochen weiter bergauf geht und wir hier dann entsprechend versuchen, Positionen aufzubauen. Und das werden wir uns auch jetzt gleich anschauen. Wir werden uns den amerikanischen Markt anschauen, wo macht es Sinn, in einzelne Werte hineinzugehen. Dafür mache ich jetzt mal den Screener auf, dass wir mal die US-Werte laden können. Das ist jetzt gerade einmal die Nasdaq 100 hineinladen. Grundsätzlich weil die Frage immer wieder kommt, diese Ad-Hoc-Nachrichten, die wir gerade auch gesehen haben, wo bekommt man die? Also wir hatten ja gerade uns die Nachrichtenübersicht angeschaut, meistgelesene News, aktuelle Marktberichte. Das gibt es auch für den deutschen Markt, die gibt es dann meistens so gegen 8.30 Uhr morgens. Der wichtigste Bereich ist genau dieser hier, aktuelle Ad-Hoc-Nachrichten. Da sehen wir schon, für den heutigen Tag gab es gar nicht so viele wichtige Marktberichte. Das sind immer die, auf die wir halt schauen. Das hängt natürlich immer davon ab, ob wir gerade in der Berichtssaison sind oder nicht. Wenn wir keine Berichtssaison haben, da passiert dann meistens wenig. Wenn wir aber Berichtssaison haben, haben wir hier ganz viele Ad-Hoc-Nachrichten und da schauen wir halt dann entsprechend drauf und versuchen die dann zu nutzen. Ad-Hoc-Nachrichten sind halt immer zeitverzögert, wenn ihr auf diesen kostenfreien Seiten seid. Deswegen macht das für einen Trader immer wenig Sinn. Es macht halt einfach immer nur dann Sinn, wenn ihr Nachrichten handeln wollt, wenn ihr die abonniert, beispielsweise von VWD, dann zahlt man so, ich sag mal, knapp 100 Euro für die Nachrichten und dann bekommt ihr die ganzen entsprechend in Realtime. So, jetzt hat noch gerade einer geschrieben, dass in Thyssen-Bewegung ist, dann schauen wir da einfach mal kurz drauf, bevor wir dann Thyssen bricht gerade aus, schreibt Norbert, also ja, ich gucke mal erst in den Tageschart. Also ich, also hier ist das hoch bei 13,30. Also kommt natürlich immer wieder darauf an, auf welcher Zeiteinheit man am Ende des Tages als Trader unterwegs ist. Aber erstmal, ich möchte das mal so machen. Wir sind hier an der 200-Tage-Linie gerade. Wir sind hier an den Hochs bei 13,30, 13,31. Norbert, also natürlich kann es sein, dass der Markt hier jetzt durchschießt nach oben und einfach durch die Decke geht. Und ja, die Aktie hat heute 4% gemacht. Nur das nützt uns jetzt im Moment halt erstmal wenig, weil solange wir hier eben nicht durch diese Hochs durchgehen, gehe ich nicht davon aus, dass es hier spannend wird. Und das ist aber auch häufig so ein bisschen die Diskrepanz zwischen dem privaten und dem Berufshandel.
ist sehr schnell geneigt, wenn man sieht, okay, hier sind 4% Bewegung, zu glauben, okay, da geht es jetzt los. Wenn man sich den Umsatz anschaut, und das kann man hier sehr gut machen, ist eigentlich ganz gut, dass du das kurz geschrieben hast. Wenn wir uns den Umsatz anschauen, dann sehen wir eigentlich, dass hier umsatzmäßig eigentlich gar nichts los ist in dem Markt. Und das sehen wir auch, das ist die typische Mittagszeit gewesen. Wir haben hier heute Morgen Bewegung, also hier in der Mittagszeit kurze Bewegung gesehen. Wenn wir noch ein Stückchen zurückgehen, da sehen wir auch heute Morgen das Handelsvolumen erst gering, dann geht der Markt gegen Mittag explodiert, läuft nach oben, das Handelsvolumen geht hoch, dann geht das Handelsvolumen hier wieder zurück. Das ist, wo die Korrektur ist. Das spricht dafür, dass der Markt in einer zweiten Welle dann nochmal nach oben läuft. Da sehen wir auch hier, plötzlich springt der Umsatz wieder an. Das ist dann hier diese typische zweite Welle. Und jetzt versucht der Markt oder hat der Markt nochmal versucht, hier anders hoch heranzulaufen. Und das ist jetzt der spannende Punkt. Und das ist etwas, was vielleicht euch schon oft passiert ist. Der Markt macht hier ein neues Hoch. Und hier, so kann man es ganz gut sehen. Das heißt, hier liegen häufig sehr viele Stop-Buy-Orders. So, und was passiert ist, die Stop-Buy-Orders werden ausgeführt, es geht ein, zwei Cent drüber, ihr seid rein, ihr seid gefillt und der Markt fällt anschließend hier zurück. Das ist ein typisches Bild, was wir häufig sehen. Die Stops liegen dann häufig hier, weil das das letzte Tief war, weil die meisten Trader handeln halt. So, das heißt, hier ist der Stop und hier wird der Stop wieder herausgeholt. Der Trade ist vorbei und man ist im Minus gelandet. Deswegen finde ich es gut, dass du das gerade reingeschrieben hast, Norbert. Dann haben wir die Möglichkeit gehabt, das auch einfach mal hier zu besprechen. Das heißt, alles, was man so liest, was man hört, findet man dann tatsächlich auch wieder, weil es natürlich eins zu eins häufig dann auch so umgesetzt wird, dass man sagt, ja, ich steige hier ein am Hoch, das hat man oft gelesen. Das ist aber häufig nicht der beste Weg, das Ganze zu machen, weil eben im Regelfall genau das passiert, was wir hier sehen. Der Markt läuft dann, das ist ein Fehlausbruch, der kommt in der Mittagszeit, wo der Umsatz eh schon relativ gering ist und der führt dann häufig auch nicht ans Ziel. Das heißt, wenn ihr in kleinen Zeiteinheiten unterwegs seid, dann müsst ihr auch genau wissen, zu welchen Zeiten hier hohe Umsätze im Markt sind und wann es hier Sinn macht, auch solche Ausbrüche mitzugehen. Und deswegen gibt es auch so ein bisschen diese Diskrepanz zwischen den Tradern, die auf größeren Zeiteinheiten unterwegs sind, im Stundenchart, im Tageschart, die relativ hohe Trefferquoten haben, häufig zwischen 50 und 60%, manchmal sogar etwas höher, und denen, die häufig im Minutenchart unterwegs sind, deren Trefferquoten deutlich, deutlich schwächer im Schnitt sind. Natürlich gibt es hier auch Ausnahmen, die sehr hohe Trefferquoten haben, aber im Regelfall sind sie dann meistens doch nicht ganz so stark. Und das liegt einfach daran, dass man aufgrund von Skalierungen häufig zu schnell draufspringt und denkt, man kann hier einen guten Trade machen. Was wir machen können, ist, wir können hier oben über dem Hoch einen Alarm setzen. Und das ist das, was ich dann sehr häufig mache. Wenn dieser Alarm ausgelöst wird, dann kann ich mir den Wert anschauen, ob er sich dann eben entsprechend über den Hochs hält und von dort aus dann einen entsprechenden Trade aufsetze. Okay. Dann nochmal zu dem Thema, wo wir gerade waren, bevor wir dann uns die Einzeltitel für den amerikanischen Markt anschauen. Also wir waren bei den Ad-Hoc-Nachrichten da. Wie gesagt, müsst ihr, wenn ihr Ad-Hoc-Nachrichten tatsächlich auch nutzen wollt, handeln wollt, dann nützen euch hier diese kostenfreien Plattformen gar nichts, weder für den deutschen noch für den amerikanischen Markt, sondern ihr müsst dann diese Nachrichten einfach abonnieren. Je nachdem, wo ihr seid, ist es unterschiedlich teuer. Es gibt günstige Anbieter für unter 100 Euro. Es gibt aber auch welche, so wie Reuters. Dann ist man sehr schnell im vierstelligen Bereich. Okay, und dann hier unten findet ihr eigentlich nichts mehr, was wirklich von Relevanz ist. Das sind einfach häufig Dinge, die Private zwar ganz gerne lesen, aber euch am Ende des Tages wahrscheinlich gar nicht unbedingt weiterbringen. So, das sind eigentlich die Dinge, auf die wir eben schauen. Also das heißt auf die Nachrichten, was war denn der Wirtschaftskalender, die Seite von Finvis, um hier möglichst gleich um 15:30 Uhr einen entsprechenden Überblick zu bekommen. Und dann jetzt, dass wir einfach mal schauen, okay, welche Aktien könnten denn grundsätzlich von Interesse sein. Das sind natürlich die, die saubere Trends haben, die wir dann entsprechend nutzen können, wo wir auch Orders dann entsprechend platzieren wollen. Beispielsweise jetzt für unsere Webinarreihe Kleines Konto Großtraden, mit wo wir jetzt
mit der ersten Aktie auch gestartet sind, mit der Merck-Aktie. Das heißt, das war die erste, wo wir den ersten Trade drin aufgesetzt haben. Die anderen Titel müssen wir einfach schauen. Habe ich euch auch mitgebracht. Hier kann man ganz gut sehen, hier sind wir reingegangen. Wir wollen die Aktie im Tageschart handeln, also nicht im Stundenchart, weil das Ziel von kleinen Kunden Großtraden ist, erst im Tageschart anzufangen, dann machen wir die Trades im Stundenchart und im letzten Monat werden wir dann auch nochmal den ein oder anderen Trade Intraday probieren. Warum fangen wir nicht mit Intraday an und gehen nach hinten? Logischerweise, weil es eben viel, viel einfacher ist, gerade wenn man noch nicht im Trading ist, erstmal in den großen Zeiteinheiten anzufangen, dann in die mittleren zu gehen und am Ende in die kleinen Zeiteinheiten. Das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier gerne nochmal ansprechen möchte, auch wenn er jetzt mit Handelsvorbereitung direkt gar nichts zu tun hat. Ich bin der festen Überzeugung, dass es wichtig ist, um den Markt in seiner Tiefe zu verstehen, dass man erst einmal in den größeren Zeiteinheiten anfängt. Das heißt, analysiert die großen Indizes, dann geht ihr in Einzelaktien im Screening-Prozess, handelt die auf Tag oder Stunde, das ist ähnlich, auch von der Volatilität her, auch von den Trefferquoten ist es ähnlich. Hier kann man sehr schöne zweistellige Renditen im Jahr erzielen. Wir machen alleine bei uns im Handelsbüro im Schnitt immer zwischen 35% und 40% an Performance hier in diesem Bereich, vor allen Dingen ohne Hebelprodukte. Also wir nutzen keine Zertifikate oder andere Dinge, sondern im Regelfall als Direktinvestment, während man mit kleinen Konten natürlich eher auf den CFD-Bereich geht, weil wenn man weniger Kapital gerade zur Verfügung hat oder es fürs Trading in dem Moment nicht nutzen möchte, dann macht es natürlich Sinn, hier auch mit CFDs zu starten. Das heißt also, wenn wir uns hier den Tageschart anschauen von der Merck, da sehen wir hier ganz gut, wo wir reingekommen sind bei 103,30 und jetzt sehen wir, dass wir hier eben auch die Hochs angelaufen sind. Das heißt also auch hier wieder dieser spannende Punkt, den ich gerade auch schon in der Thyssen-Aktie erklärt habe. Hier oben aus meiner Sicht ist der Einstieg häufig suboptimal, weil es macht viel mehr Sinn, hier aus der Korrektur heraus in einzelne Trades hineinzugehen. Warum? Weil wir dann schon im Gewinn sind. Das heißt, wenn der Markt hier oben ankommt, ist man im Gewinn. Man kann den Stop meistens heranziehen schon. Das heißt, man hat seinen Gewinn abgesichert. Und es ist eben nicht so, man steigt hier oben ein, der Markt läuft jetzt hier zurück und man wird wieder ausgestoppt und erst in der nächsten Welle kommt dann die Aufwärtsbewegung. Dann denkt man sich, Mist, da war ich doch schon drinne gewesen, bin ich wieder ausgestoppt worden, wieder irgendjemand ist wieder schuld, entweder das Setup oder der Handelsansatz oder der Broker oder wer auch immer. Aber nein, es ist eben von der Idee her meistens unglücklich, an dieser Stelle einzusteigen, weil ihr müsst euch halt immer vorstellen, wenn es so einfach wäre, dass man an dieser Stelle immer einen einfachen Trade bekommt, wenn ihr selber eine große Position hättet und ihr wolltet aussteigen aus der Position, dann müsst ihr euch immer fragen, an welcher Stelle würdet ihr, wenn ihr eine Pensionskasse hättet oder einen Fonds oder was auch immer und ihr hättet jetzt die Merck-Aktie, wo wolltet ihr denn aussteigen? Und die werden im Regelfall nicht versuchen, hier unten auszusteigen, sondern die werden halt immer da versuchen, auszusteigen aus ihrer Position, wo andere einsteigen wollen. Und das ist der Grund, warum das manchmal schwierig ist an dieser Stelle. Deswegen schaut euch das immer sehr genau an. Das ist auch der Grund, warum wir das eben auch immer sehr genau eben in unseren Seminaren erklären. Wo sind ideale Punkte zum Einstieg? Wo sind die idealen Punkte zum Ausstieg? Wie kann man das Ganze nutzen, im Fahrwasser der Großen zu fahren? Und deswegen bauen wir eben die Einstiege eben hier in diesem Bereich und deswegen werden wir auch versuchen, in anderen Bereichen, bei anderen Aktien, die wir im Fokus haben, ich habe hier mal ein paar Aktien schon rausgesucht, wir können aber auch gleich nochmal in den erweiterten Screening-Prozess gehen, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wo macht es Sinn zu schauen. Und wir sehen hier eine Aktie, die Kürzel LRCX, die auch bei uns auf dem Fokus angekommen ist, heißt, ist ein Watchlist-Kandidat von uns, sehen wir auch ganz gut. Aktie hat hier ein bisschen konsolidiert, kommt jetzt langsam nach oben, hat es gestern auch nicht geschafft, hier die Hochs herauszunehmen. Das wird auch heute spannend werden, ob sie es heute schafft, über diesen Bereich hinauszugehen. Wenn das passieren sollte, dann werden wir die Aktie wahrscheinlich hier an dieser Stelle so nicht bekommen, weil wir möchten natürlich, dass die Aktie hier aus dem Korrekturbereich, das heißt, wenn die Aktie nochmal zurückkommt, dann haben wir hier die Chance, hier vielleicht nochmal günstig einzusteigen. Auch hier sehr schön zu sehen bei der Aktie mit dem Kürzel KLAC. Die Aktie befindet sich in einer sogenannten Schiebezone. Wir haben hier einmal den Ausbruchsbereich gehabt.
Aktie ist ausgebrochen, hat diesen dann wieder mehrfach getestet. Man kann hier wirklich so wunderbar so einen Kasten ziehen. Oberseite, Unterseite, so sogenannte Schiebezone. Das heißt, hier der Markt läuft unten an, läuft oben an. Wir kommen hier am Ende des Tages in so einem Trade eigentlich fast immer nur in die Bedrulle. Und zwar deswegen, solange die Aktie hier nicht ausbricht aus dieser Schiebezone, ist es halt total schwierig. Man könnte natürlich sagen, man kann versuchen, hier unten reinzukommen mit einem Stop hier unten drunter, wenn man das möchte. Das ist so der eine Ansatz. Der andere ist einfach zu sagen, okay, man wartet einfach, ob es hier den Ausbruch aus der Schiebezone gibt und versucht dann entsprechend hier Positionen aufzubauen. Das heißt, es gibt hier unterschiedliche Ansätze. Ist aber trotzdem spannend, weil je länger sich eine Aktie in so einer Seitwärtsphase befindet, desto größer ist die Chance, dass es hier zu einem guten Trade kommt. Wir haben noch zwei Aktien, die wir im Vorfeld herausgesucht hatten für den deutschen Markt. Eine Aktie aus dem Nebenwertebereich, die Aktie von Fielmann. Auch hier kann man ganz gut sehen, hier haben wir auch schon ein bisschen eingezeichnet gehabt. Hier ist auch der Ausbruch im Tageschart hier über die alten Hochs. Sieht man hier ganz gut, das ist gestern passiert. Die Aktie ist sehr, sehr dynamisch ausgebrochen, sowohl hier über die Hochs als eben auch über das große Hoch. Hat heute Konsolidierung angesetzt und das ist eigentlich das, worauf ich jetzt auch warte. Es macht für mich keinen Sinn, hier einfach hinterher zu springen, weil wenn ich hier oben eingestiegen wäre heute Morgen, ich meine, Stop muss halt wieder meilenweit weg. Ich meine, wir reden hier von einem Stop von mehr als 5%, das kann man hier ganz gut sehen. Von da oben nach hier unten. So, und das ist halt viel, viel zu groß, weil das Chance-Risiko-Verhältnis einfach nicht auf unserer Seite ist. So, und immer wenn wir kein gutes Chance-Risiko-Verhältnis haben, ich spreche immer im Seminar davon, wie ein Haus aufgebaut ist, so sollte auch unser Trading aufgebaut sein. Also wir haben das Fundament, das ist immer unser Risk- und Money-Management. Das sorgt dafür, dass wir langfristig im Markt bleiben und unser Kapital im Idealfall sehr gut vermehren. Ist nicht bei jedem Trader so, das muss man auch ganz klar sehen. Das hatten wir auch vorhin schon im Risikohinweis von Nelson gesehen. Das hat die unterschiedlichsten Gründe, warum das so ist. Einer der Hauptgründe, und das ist das, was die meisten kaum glauben, wenn sie mit Trading anfangen, es hat meistens wenig mit dem Handelssetup zu tun, sondern sehr viel natürlich mit dem Thema Psychologie. Wie verhalten wir uns im Handel? Das kennt ihr selber so, dieses Thema Angst und Gier im Trading. Aber natürlich ist es auch der Handels, also nicht das Setup, sondern an welcher Stelle verwende ich das Setup? Das ist das, was wir gerade auch schon angesprochen haben, als wir uns beispielsweise auf den ThyssenTrade gegangen sind, um einfach mal zu schauen, wann macht es wo Sinn, in Positionen zu gehen. Und das ist halt aus meiner Sicht eben relativ einfach, wenn wir aus den Korrekturen heraus entsprechende Trades aufzusetzen. Und das mache ich auch hier bei Fielmann beispielsweise, dass ich sage, okay, das ist eine Aktie, die ich gerne haben möchte und werde dann entsprechend auch Orders in den Rücklauf hier einsetzen. Das heißt, wenn die Aktie hier zurückkommt, weil der Gesamtmarkt vielleicht schwach ist, dann versuche ich eben entsprechend in einen solchen Trade hier hineinzukommen, um dann das Ganze zu nutzen, wenn die Aktie dann wieder nach oben steigt, dann direkt davon zu profitieren. Und dann noch eine Aktie, die Vonovia. Auch hier, wenn man sich den Chart anschaut, sieht das erstmal gar nicht so geil aus, weil wir hier natürlich auch sehr, sehr lange seitwärts gelaufen sind. Allerdings, und das ist das Spannende, die Aktie hat hier eine relativ starke Bewegung im September gemacht. Wir sind hier einfach mal 13-14% nach oben gelaufen. Dann ist die Aktie leicht korrigiert, 2-3 Tage und hat jetzt wieder mit dem heutigen Tag ein neues Hoch gemacht. So, kaufe ich hier das neue Hoch? Nein, natürlich nicht. Das haben wir gerade ja schon angesprochen, sondern ich warte auch hier jetzt auf die Korrektur. Das heißt, ich werde jetzt hier entsprechend Orders in den Markt legen, beziehungsweise habe hier entsprechende Orders gelegt, genauso wie bei Fielmann, hier eben auch bei Vonovia. Ich möchte einfach, dass die Aktie hier wieder in ihre Korrektur zurückkommt und dann entsprechend hier versuchen werden, aus der Korrektur heraus wieder in den Markt hineinzukommen, weil ich dann einfach ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis habe, wenn ich diese Aufwärtsbewegung bekomme, als wenn ich hier einfach am Hoch kaufe. Weil wenn ich hier am Hoch kaufen würde, dann wäre ich hier vielleicht heute Morgen reingekommen, müsste aber meinen Stop hier halt hier unter das Tief setzen. Das ist mir viel, viel zu groß, der Stop. Selbst hier in dem Fall, wo es vielleicht nur 2 Euro sind, aber am Ende sind auch 2 Euro hier 5 oder 4% und die Aktie müsste sich halt mindestens 8% bewegen, damit ich ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1:2 bekomme.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir gleich nochmal in den erweiterten Screening-Prozess. Wir haben ja schon die Aktien aus dem Nasdaq geladen. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt ihr doch gerne jetzt in den Chat hinein. Und wie gesagt, danach würde ich gerne mit euch dann noch in den Screening-Prozess gehen. So, bis jetzt sind noch keine Fragen gekommen. Ich warte noch einen kleinen Moment und dann schauen wir uns sofort die Nasdaq-Liste an. Das Erste, was ich immer mache, ist mir anschauen, was waren die Tagesgewinner und Tagesverlierer? Das kann man hier immer, egal welche Software ihr nutzt, meistens relativ einfach sich anschauen. Das heißt, ich schaue hier wirklich, okay, hier minus 3%, ist die Aktie im Aufwärtstrend oder nicht? Hier sieht man, der Trend ist gebrochen worden. Warum? Die Fragen, die reinkommen, beantworte ich sofort. Kleinen Moment. Hier ist der Trend gewesen, der Trend ist gebrochen worden, so, und damit ist natürlich auf der Long-Seite hier für mich erstmal kein Blumenpott zu gewinnen. Das heißt, hier auf der Short-Seite, also die Aktie ist long gewesen, hat aber einen großen Verlust gemacht, jetzt auch nicht übermäßig. 3% ist, wie gesagt, für den amerikanischen Markt gar nichts, für den Einzeltitel. Auf der Long-Seite sehen wir, da gibt es schon eher schöne Bewegungen, die wirklich gut dann umzusetzen sind. Also die Aktie ist aus dem Technologiebereich, aus dem Nasdaq hier besonders stark gewesen, Nvidia. Also das ist dann ein Wert, wo ich dann sage, okay, die muss ich dann jetzt auch unbedingt auf die Watchlist setzen, weil die hat es gestern geschafft, hier sehr stark zu sein. Und das ist jetzt ein Wert, den ich dann natürlich auch gleich gerne haben möchte. Wir sehen hier auch ein Trade, den wir auf der Short-Seite vorher gemacht haben. Der ist auch relativ gut gelaufen. Und jetzt ist hier eben, wie gesagt, auf der Long-Seite könnte Nvidia jetzt wieder besonders spannend werden. So, wollen wir gerade hier noch schauen, was ist an Fragen reingekommen? Nico schreibt, wie stellst du beim Handel aus der Korrektur fest, wann die Korrektur zu Ende ist? Ist eine gute Frage, Nico. Also es ist nicht ganz so einfach. Man kann es nicht so pauschal beantworten mit den Korrekturen. Aber ich möchte dir zwei Dinge mitgeben. Also zum einen, wenn man sich hier jetzt, ich nehme mal einfach den letzten Teil hier weg bei der Aktie. So, also wir haben hier eine Aktie gehabt, die Nvidia, die ja auch besonders spannend ist. Wir sehen hier, dass die Aktie hier rauf, hier runter und jetzt hier raufgelaufen ist. So, das ist jetzt der mittlere Trend, den wir haben. Dann sehen wir, dass natürlich innerhalb dieses Trends gibt es noch einen Trend. So, das ist dieser hier. So, jetzt haben wir also den mittleren Trend und wir haben hier den kleinen Trend. So, und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten in diesen Trade hineinzukommen. Es gibt natürlich noch mehr Setups, aber die zwei, die am meisten genutzt werden, hier in diesem Bereich, das ist zu sagen, okay, ich möchte in die Korrektur mich einkaufen. Das heißt, man setzt einfach Limite in den Markt, wo man sagt, okay, zeichne das mal ein. Man möchte jetzt zwei oder drei Limite in den Markt setzen, beispielsweise hier in diesem Bereich, wo die Aktie ausgebrochen ist, da möchte man vielleicht einsteigen. Und vielleicht hier. So, der Stop müsste dann natürlich hier entsprechend unter dem Tief sitzen. Das heißt, ich weiß nicht, wenn der Markt zurückkommt, ob der Trend hier beendet ist oder nicht, sondern ich kaufe mich einfach nur rein, weil das Chance-Risiko-Verhältnis hier relativ stark ist, wenn der Markt hier runterläuft. So, das sehen wir hier, wo wir gesagt haben, okay, hier auf Höhe des Hochs, da wollen wir uns einkaufen, da ist die erste Order ausgeführt worden. So, mal gucken, ob die nächste auch noch ausgeführt wurde. Ja, eben nicht. Das heißt, also hier ist nur eine Order ausgeführt worden, die zweite hier unten wahrscheinlich nicht. Vielleicht mit ein bisschen Glück hier sogar an der Stelle. Will ich jetzt aber gar nicht einzeichnen, gehen wir davon aus, es ist nur diese eine gewesen, die hier halt da ist. So, und dann kann ich halt jetzt sagen, okay, hier war ja mein Initialstop, jetzt hat es hier ein neues Hoch gegeben, das kann ja jeder sehen. Und dann können wir halt den Stop von hier unten dann entsprechend nachziehen. Und entsprechend nachziehen. Das heißt, man hat die Position dann im
Gewinn jetzt schon, weil wir sind ja hier eingestiegen, wir sind jetzt hier und lässt jetzt das Ganze weiterlaufen. Das zweite ist, Möglichkeit ist, ihr geht einfach in den untergeordneten Trend, beispielsweise im Stundenchart oder nutzt entweder diesen Trend, der hier ist, also diesen Trend hier für den Einstieg oder eben im Stundenchart diese Bewegung, die hier runtergeht, die vielleicht so gelaufen ist und anschließend wieder nach oben geht. So, das sind verschiedene Setups. Das gehört natürlich zum Repertoire eines Traders, dass man verschiedene unterschiedliche Setups hat und ihr dann einfach entsprechend schauen müsst, welche passt für euch. Daniel fragt, wie würdest du in NWL versuchen einzusteigen? Okay, schauen wir uns an. NWL. Also im Minutenchart schon mal nicht, ne? Sieht man schon mal, also immer im Tageschart anfangen. Also von daher schon mal erstmal gut, dass die Aktie sich oberhalb des 200-Tage-Linie befindet. Das spricht erstmal für die Aktie. Dann sehen wir allerdings, dass es hier je nach Interpretation entweder ein Doppeltief gegeben hat oder der Trend ist sogar gebrochen, wenn man es jetzt sehr genau nimmt, weil man kann hier ganz gut sehen, das Tief ist bei 17,55, dieses Tief hier ist bei 17,57, also ist knapp drunter gefallen. Das heißt, der markttechnische Trend ist eigentlich nicht in Ordnung und deswegen würde ich diesen Trade auch nicht aufmachen. Weil sobald ein Trend gebrochen ist, und das kann man hier halt sehen, das war hier der Trend, der hier von hier unten gestartet ist, Markt läuft rauf, läuft runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf. Und dann gab es hier den Trendbruch. Das kommt aber wieder auf die Interpretation an, auf euren Handelsplan. Man kann natürlich im Handelsplan entweder so eng sein, wie ich das bin. Also wenn ich sage, der Markt ist runtergefallen, dann ist er halt runtergefallen, ist tiefer, dann ist der Trend für mich halt weg. Man kann natürlich auch sagen, aber der Schlusskurs ist ja nicht runter gewesen. Das ist dann eine Sache des Handelsplans. Und dann hätte man sagen können, okay, dann nutze ich das hier. Und nehmen wir mal an, du würdest es so argumentieren, weil sonst würdest du ja wahrscheinlich nicht fragen. Dann wird man halt in den Stundenchart beispielsweise gehen und sagen, okay, hier war das Tief und dann würde ich jetzt hier wieder gucken, wo ist der Trend? So, dann hätte man die Möglichkeit, hier zu sagen, beim Durchbruch, man steigt ein oder man nimmt den nächsten Durchbruch und nimmt diesen hier. Dann haben wir zwei Hochs und zwei Tiefs. Das macht meistens Sinn, so zu agieren. So, und dann kann man halt die Stops entsprechend hier hinsetzen und mit dem neuen Hoch kommt man den Stop hier hinsetzen. So, und mit dem nächsten Durchbruch nach oben kann man den Stop dann entsprechend hier hinsetzen. So, und wenn das immer noch eine Zeiteinheit zu hoch ist, dann entsprechend im 5-Minuten-Chart oder im Minuten-Chart. Aber das macht ja jetzt eigentlich keinen Sinn, weil man sollte ja die Position möglichst am Handelsende schließen und dann am neuen Tag wieder aufmachen. So, ich hoffe, ich habe damit die Frage für dich beantworten können, Daniel. Norbert schreibt, Hypoport, die Aktie will immer wieder nach oben und hat gerade 4,5% korrigiert. Was wäre ein Zeitpunkt, um wieder reinzukommen? Also Aktien, die ihren Ausbruch nicht schaffen, versuche ich möglichst gar nicht zu handeln, Norbert. Weil also entweder schafft eine Aktie den Ausbruch, dann ist sie besonders stark, dann nutze ich die auch sehr gerne. Oder sie schafft es eben nicht und dann halte ich mich im Regelfall auch eher zurück. Nico sagt, wäre es eine Option, einfach eine Zeiteinheit runterzuschalten und dann dort den Punkt 2 einzusteigen und den Stop-Loss in dieser niedrigeren unter den Punkt 3 zu setzen? Ja, wenn du den Einstieg dort auch machst, also wenn man jetzt im Stundenchart ist und sagt, naja, ich finde da nichts, ich gehe dann entsprechend in die 5 Minuten, das finde ich nicht so klug. Also entweder habe ich im Stundenchart was, dann würde ich es auch in der Stunde machen. Oder der Stundenchart sieht super aus, aber der Stop ist zu groß, dann kann man auch gut in die nächst kleinere gehen. Aber wenn ein Stundenchart nicht gut aussieht, also Tageschart sieht nicht gut aus, Stundenchart sieht nicht gut aus, dann würde ich im Regelfall auch nicht intraday handeln. Kerstin schreibt, NWL hat eine enorm hohe Shortquote, siehe Finvis. Ja, mag sein. Deswegen ist sie vielleicht auch in den letzten Tagen gestiegen. Man sieht ja auch, dass sie trendmäßig sehr, sehr gut läuft. Das heißt, man kann hier auf jeden Fall einen Trade machen. Trotzdem widerspricht es meinem Handelsplan. Ich würde die Aktie halt erst handeln, wenn sie ein neues Hoch macht. Ich zeige das nochmal im Tageschart.
Es kam hier zu einem Trendbruch. Damit bin ich einfach aus dem Trade raus. Erst mit dem neuen Hoch hier über die 1962 hinaus würde ich erst wieder, dann ist der Trend wieder in Ordnung und dann würde ich hier in die Aktie reingehen. Das heißt aber, es ist ja auch nur meine Brille. Das ist ja auch das, was Nelson am Anfang gesagt hat. Jeder von uns hat natürlich einen anderen Blick auf die Märkte. Deswegen sind es ja auch keine Empfehlungen, sondern es ist nur meine Sicht der Dinge. Und mit dieser Sicht der Dinge mache ich aus meinem Verhältnis mit dem zeitlichen Aufwand eine sehr starke Performance, dafür, dass ich keine Hebelprodukte handle. Wenn ihr sagt, boah, ihr möchtet aber gerne beispielsweise diese Doppeltiefs handeln, auch wenn das Tief hier tiefer ist, dann ist das vollkommen legitim. Das mag am Ende sogar ein besseres Ergebnis sein. Ihr müsst es dann nur immer tun. Das ist am Ende der Punkt. Also die meisten Trader scheitern ja nicht an einem System, sondern sie scheitern daran, dass sie ihr System nicht durchhalten. Und das ist, glaube ich, der größte Punkt. Das haben wir ja auch beim Psychologie-Seminar ja auch besprochen. Am Ende ist es tatsächlich immer so, ihr braucht einen Handelsplan. Und wenn der sagt, okay, Doppeltiefs ist in Ordnung, selbst wenn es hier zu einer Verletzung der Tiefs gekommen ist, dann ist das vollkommen legitim. Ihr müsst nur in der Lage sein, das dann auch mit jedem einzelnen Trade umzusetzen. Und da ich eh meist viel zu viele Aktien in der Auswahl habe, beschränke ich mich einfach auf die, die besonders stark aussehen. So, dann noch einmal Nico. Ich finde den Handel aus der Korrektur wegen der besseren CAVs auch gut, aber was zum Beispiel mit der sogenannten DAVAS-Strategie? Da wird ja immer erst gekauft, wenn der Durchbruch durch den Widerstand erfolgt. Funktioniert das auch heute noch? Das ist eine gute Frage, Nico. Kann ich dir gar nicht mal pauschal beantworten. Also ich habe auch das Buch gelesen zur DAVAS-Strategie. Ich finde das auch grundsätzlich ist das sehr gut für mich verständlich. Wieso, weshalb, warum das so ist, weil das erklärt so ein bisschen auch den Handelsansatz, den ich habe, wobei ich keine DAVAS-Strategie handle, aber dass ich sage, Aktien, die auf Jahreshoch sind, laufen halt einfach besser als Aktien, die so im Mittelfeld rumlaufen. Also die, ich sag mal, so eine Aktie wie jetzt tatsächlich hier, wenn wir die jetzt uns anschauen, ich gehe jetzt mal hier nochmal so. Also solche Aktien wie diese hier läuft halt im Verhältnis nicht so stark, als wenn ich eine Aktie habe, die sich gerade auf Jahreshoch befindet. So, das ist einfach so. Das heißt, das untermauert die Strategie von DAVAS, dass man sagt, okay, Aktien, die nach oben laufen, die sind einfach besonders stark, das mache ich eben auch, aber ich nenne das halt nicht DAVAS-Strategie, weil das auch vom Ansatz her etwas anders ist und ich würde auch nicht direkt am absoluten Hoch oder bei dem Ausbruch einsteigen, das hat aber da was mit was zu tun mit den Auswertungen unserer Trading-Tagebücher, dass wir einfach wissen, okay, ich hoffe, das macht ihr auch alle, entsprechende Auswertung, Trading-Journale führen, denn auch da gibt es ja eine Korrelation zwischen Trading-Tagebuch und Winning-Player an den Märkten. Das machen wir, diese Umfragen, immer in jedem Trader-Seminar, aber eben auch bei Rendite Unlimited und auch hier bei unseren Mastermind-Seminaren, die ja extremst erfolgreich sind. Das ist immer das gleiche Spiel. Die Leute, die ein Handelsjournal führen, da ist die Quote derer, die erfolgreich sind, 10-mal so hoch wie bei denen, die kein Trading-Journal führen. So, das heißt, am Ende des Tages runtergebrochen, wenn ihr ein Trading-Journal führt, ist es nicht sicher, dass ihr erfolgreich werdet, aber die Chance darauf, erfolgreiche Trader zu werden, ist halt sehr, sehr hoch. Oder umgekehrt, wenn ihr kein Trading-Journal führt und nicht erfolgreich seid, fragt euch mal, ob es nicht besser wäre, ein Trading-Journal zu führen und aus den Fehlern zu lernen, die man macht. Okay, dann noch eine Frage von Nico. Ähnliche Frage zum Ansatz der sogenannten Turtle Trader außerhalb des Aktienhandels. Was hältst du davon? Ist das heutzutage noch erfolgsversprechend? Jein. Jein deswegen, weil ich kenne auch Auswertungen natürlich der Turtle Trader. Ich habe auch dazu auch schon entsprechende Diplomarbeiten mir angeschaut, genauso wie zum Thema Fibonacci. Wenn man das so umsetzt im Aktienmarkt, wie das im Buch beschrieben ist, wird es schwierig, das erfolgreich zu machen mit diesen Parametern. Das hat damals im Future-Markt sehr gut funktioniert, funktioniert übrigens heute auch noch in Future-Märkten einigermaßen gut, im Aktienbereich eher mittelmäßig. Das heißt, man müsste die Parameter verändern,
dann kann man daraus auch entsprechend eine Strategie bauen. Das ist möglich und die ist sogar Wahrscheinlichkeit, dass das mittel- und langfristig gut funktioniert, ist sehr hoch. Ich möchte nur auf eine Problematik hinweisen, die sowohl bei Davas als auch bei den Turtle Tradern ist. Und das gilt eben für viele Strategien, die ihr in Büchern findet. Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass die damals funktioniert haben und dass die auch heute zum großen Teil noch funktionieren. Das Problem ist einfach nur, ihr bekommt in der Regel es nicht hin, diese Signale alle zu handeln. Ihr müsst euch halt vorstellen, wenn ihr so eine Turtle-Trader-Strategie auf den Nasdaq setzt oder noch krasser auf den S&P 500, dann habt ihr plötzlich 500 Titeln und dann bei so einer Turtle-Strategie, wo ihr sagt, okay, ihr müsst jetzt auf den Hochs in einem Long-Markt einsteigen, dann bekommt ihr plötzlich 30, 40, 50 Signale gleichzeitig. So, und je nachdem, wenn ihr natürlich ein Millionenkonto habt, ist es total easy. Dann baut er halt entsprechend 50 Signale und die handelt ihr. Aber wenn euer Konto jetzt, ich sag mal so, in der mittleren Größe ist, 50.000, 100.000, dann wird das schon schwierig mit den 50 Signalen in der Umsetzung. Und wenn ihr im deutschen Markt tradet, wo die Gebühren manchmal auch noch etwas höher sind als im amerikanischen Bereich, dann wird es noch schwieriger. Und wenn das Konto noch kleiner ist, also 10.000, dann habt ihr plötzlich Positionsgrößen von wenigen 100 Euro. Und das zu überwachen als nicht hauptberuflicher Händler wird extremst schwierig. Die Aussage also, ob so ein System funktioniert oder nicht und ob das auch bei euch funktioniert, hängt ja davon ab, ob ihr in der Lage seid, jedes Signal zu handeln. Wenn ihr nur jedes 10. Signal handelt, hat das die Statistik halt null Relevanz. So, und das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen ist es auch häufig so schwierig nachzuvollziehen, wieso jemand erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist. Denn man kann bestimmte Ansätze wie Turtle zum Beispiel kopieren und man macht es und ihr seid super, super erfolgreich damit, womöglich besser als das, was im Buch steht, weil ihr einfach in der Aktienauswahl einen Filter für euch gefunden habt, der für euch gut ist. Und jetzt nehmt ihr jemand anders, der auch diesen Ansatz macht und der aber vom Gefühl her häufig Aktien nimmt, die nicht an Jahreshoch sind, sondern vielleicht sich so mittelmäßig entwickelt haben oder in einem komplett anderen Markt unterwegs ist und dann kommt ihr plötzlich zu unterschiedlichen Ergebnissen. So, und das ist eben sehr häufig der Fall. Oder ihr könnt halt immer nur 5 Aktien handeln und nicht 50 Aktien gleichzeitig, dann ist es halt eher Zufall, ob ihr die richtigen oder die falschen Titel erwischt. Ne? Also deswegen, so Strategien gibt es ja auch Auswertungen von einem Kollegen von mir, der ja auch automatisch diese Signale zur Verfügung stellt gegen einen entsprechenden Obolus. Das ist alles gut und schön und wie gesagt, viele Dinge funktionieren auch, aber schaut euch wirklich an, seid ihr in der Lage, die Masse an Signalen, die da tagtäglich kommen, auch umzusetzen. Gut, dann kommen wir noch zu einer Aktie von Franz, der fragt, können wir uns die Aktie CAH anschauen? Ich danke dir, dass du das Kürzel schreibst. So, typisches Bild. Ich weiß nicht, ob du Long oder Short einsteigen möchtest in der Aktie. Ich sage dir einfach mal meine Analyse dazu. Vielleicht hilft dir das ein bisschen. Die Aktie ist am 200er EMA und hier seht ihr auch die Relevanz, von der ich hier immer spreche. Es ist halt immer das gleiche Spiel. Der Markt dreht halt sehr häufig am 200er EMA wieder in die Ursprungsrichtung ab. Also wir sehen hier, die Ursprungsrichtung ist Short. Der Markt läuft hier nach oben. Was passiert? Der Markt fällt ab. Der Markt läuft nach oben an den 200er EMA, fällt ab. Der Markt läuft Richtung 200er EMA. Der Markt fällt ab. Natürlich wird das irgendwann nicht mehr der Fall sein und der Markt läuft hier nach oben. Aber wollt ihr die Ersten sein, die das antesten, weil dann hättet ihr auch schon hier versucht reinzukommen. Deswegen, warum schaut ihr nicht nach starken Aktien, die besonders stark im Markt sind? Also das ist etwas, was mir immer wieder auffällt, gerade hier in dem Bereich der Webinare, dass viele, viele immer unterwegs sind, bei schwachen Aktien zu schauen, anstatt starke Aktien zu nehmen. Ich meine, wenn ihr am Ende des Tages sagt, okay, ihr macht im Jahr 50, 100% Performance mit diesen schwachen Titeln, ohne Hebelprodukte immer, dann habt ihr ein gutes System und wenn ihr sagt, okay, das habe ich jetzt über 1, 2, 500 Trades gemacht und das funktioniert perfekt, meldet euch bei uns, wir gucken uns die Strategie genau an und setzen dann vielleicht auch gemeinsam was auf die Beine. Meine Erfahrung ist eher umgekehrt. Deswegen auch wieder nur der Blick aus meiner Brille, dass die meisten, die
auf schwache Werte setzen, im Regelfall nicht überdurchschnittlich hohe Performance erzielen, sondern dass es fast immer bei den Tradern ist, die auf starke Titel setzen. Und das ist eben auch der Schwerpunkt bei uns in der Trader-Ausbildung, eben auf starke Werte zu agieren und nicht auf schwache Werte. Okay, dann würde ich jetzt noch den letzten von Manuel nehmen, dass wir dann eine kurze Pause machen, bevor dann gleich der Handel startet. Und zwar ist das die Aktie SYY. Das ist genau das, was ich gerade damit meinte, Manuel. Starke Aktie und nicht schwache. Wir sehen, die Aktie ist über den 200er EMA, hat sich in den letzten Wochen super entwickelt, ist hier von Anfang August hier sehr schön nach oben gelaufen. Also ich bin dankbar auch für Aktien, die nicht so aussehen wie diese, weil das Learning ist das Größte immer, wenn man Dinge sieht, die nicht so eindeutig sind, aber hier wirklich sehr schön zu sehen, Markt läuft hier nach oben, hat hier korrigiert, macht hier ein neues Hoch. So, jetzt sieht man hier ganz gut, die Aktie ist hier unter die Tiefs gefallen, also der Aufwärtstrend ist hier erstmal kurzfristig gebrochen. Aber wenn die Aktie es schafft, hier die 80er-Marke wieder zu nehmen, also die Hochs hier, dann ist der Trend halt wieder in Ordnung. Jetzt im Moment ist das so eine trendlose Phase. Das sieht man auch, der Markt dümpelt jetzt eher so ein bisschen seitwärts, die Aktie. Aber sobald die Aktie hier wieder die Hochs rausnimmt, das heißt hier über die 79, 80 hinausgeht, dann würde man diesen Trend ja nicht so zeichnen wie die letzten zwei hier. Also man würde jetzt nicht so hingehen und sagen, naja, das ist jetzt hier die Trendverletzung und dann geht es hier nach oben. So würde ja kein Chart aussehen, wenn wir den zeichnen, sondern am Ende wird es so aussehen, ich mache das jetzt mal in Rot, man würde die Aufwärtsbewegung dann nach hier hin zeichnen, hier herunter und dann nach oben und dann ist der Trend halt wieder da. Ja, und zum Abschluss noch vor der kurzen Pause. Was sind für mich starke Aktien, fragt Toni. Starke Aktien sind die, die stärker sind als der Index. Weil ansonsten könnte ich auch den Index handeln. Dann würde ich 6-8% Performance im Jahr machen. Das heißt, ich suche mir Aktien aus, die stärker sind als der Index. Dafür nutzen wir in unseren Ausbildungen eben entsprechend das Sechs-Phasen-Modell, was uns einfach zeigt, welche Aktien besonders stark sind. Und wir setzen halt nur auf diese Titel, die eben stärker als der Gesamtmarkt sind. Okay, dann würde ich hier an dieser Stelle eine kleine Pause machen, sodass wir um 15.25 Uhr starten. Dann einmal kurz schauen, wie sieht es aus mit, ob da noch nachrichtmäßig was gekommen ist. Dann schauen, welche Aktien zur Handelseröffnung sich stark bewegen. Wie gesagt, wir würden dann auch für den Bereich kleine Konten auf jeden Fall Aktien in die Korrektur einsetzen. Und wenn es Aktien mit großen Gaps gibt, werden wir auch schauen, ob wir hier entsprechend einen Trend aufsetzen können, beziehungsweise einen Trade aufsetzen können. Wie gesagt, weiter geht's dann in 8 Minuten um 15.25 Uhr. Bis gleich. Bis gleich.
So, es ist noch nicht ganz 15, 25, aber ich bin schon wieder zurück. Ich wollte jetzt noch nicht sofort in die Tiefe gehen, weil ich gesagt habe, dass wir ja erst in 90 Sekunden wieder starten. Auch das ist etwas, was ich regelmäßig mache, was ich euch auch raten würde, bevor beispielsweise die Börse beginnt, nochmal so 5 Minuten kurz Pause zu machen, runterzukommen, vielleicht noch gerade einen Tee zu ziehen und dann konzentriert gleich in den Handel zu starten. Bei dem Wetter gar nicht so schlecht, einen Tee zu trinken. Ja, auf jeden Fall, Nelson. Und gerade, wenn man erkältungsmäßig vielleicht so ein kleines bisschen angeschlagen ist, was ja im Moment echt viele sind. Also ich war ja jetzt 5 Tage, also insgesamt war ich ja 12 Tage unterwegs, aber davon 5 Tage jetzt in Wiesbaden beim Speaker Slam. Und da war es wirklich so, da war gefühlt ein Drittel der Leute erkältet, ne? Und wenn so viele Und Leute natürlich auch Glückwunsch erkältet übrigens, haben, ne? ist, ja, danke schön, dann ist Sehr es schön. natürlich noch krasser. Ja, das stimmt. Das stimmt. Hier bei uns im Büro sind auch die ersten, die die ersten Anzeichen haben, eine Erkältung. Ich hoffe, die kriegen das noch überwunden. Ja, das ist halt immer am Ende, wenn es 2, 3 Leute haben in so einem Büro, wenn man doch ein bisschen enger aufeinander sitzt, dann geht es halt meistens schnell rum. Also wir haben bei uns auch im Büro gesagt, also wenn einer erkältet ist, also gerade wenn es ein bisschen stärker ist, dann bleibt lieber ein paar Tage zu Hause und dann geht es weiter, ne? Bevor man auch noch Genau. alle anderen ansteckt, ne? Richtig. Ja, 15:25. Ich nutze wirklich, das habe ich vorhin schon ganz kurz erzählt, wirklich diese 5 Minuten, bevor der Markt losgeht, um nochmal so ein bisschen runterzufahren, weil wenn man in der Vorbereitung war, geschaut, okay, gibt es irgendwelche Dinge, die vielleicht spannend sind, Aktien, die jetzt gleich vielleicht schnell durchstarten. Das heißt also, die Konzentration bei mir liegt jetzt gleich darauf, Einzeltitel zum Beispiel zu finden, die wir von der Watchliste in den Handel nutzen möchten, beispielsweise eben für das große Projekt, was wir in Zusammenarbeit auch mit Effekt Flat und CapTrader machen, für kleines Konto Großtraden, aber auch wenn wir Aktien mit großen Gaps beispielsweise aus der Nasdaq haben oder im S&P 500, wo man vielleicht sogar einen Daytrade aufsetzen kann. Das ist eigentlich diese beiden Dinge, die ich im Handel in erster Linie nutze, also sprich auf Tagstunde zu schauen, komme ich in Aktien hinein, die sich in einer Korrektur befinden. Das ist das eine. Und das andere ist, gibt es große Gaps, die ich nutzen kann für einen Trade? Und große Gaps, würde ich sagen, so ganz grob pauschal, so 5% plus X. Das sind Werte, die ich mir dann genauer anschaue und dann hier entsprechend auch gern einen Trade aufsetze. Wenn die jetzt nur 1-2% groß sind, was häufig der Fall ist, dann ist es halt nichtssagend. Wenn wir aber Gaps von 5% und mehr haben, steckt im Prinzip eine große oder größere Nachricht dahinter. Und dann haben wir halt die Bewegung. Das heißt also, immer dann, wenn die Berichtssaison ist, dann haben wir natürlich sehr viele Aktien, die häufig große Gaps machen. Da macht es dann auch besonders viel Sinn, auch im Daytrading unterwegs zu sein oder eben so wie gestern bei der Aktie von Wirecard, wenn plötzlich wieder aus der, ja, ich sag mal, aus den Nachrichten heraus, in dem Fall war es ja wieder mal eine Zeitschrift, die berichtet hat, dann kommt plötzlich wieder was rein. Also es reicht manchmal das Gerücht aus, es muss gar nicht wahr sein. Es reicht im Prinzip ein Gerücht, um eine Aktie ganz weit nach oben zu katapultieren oder wie gestern bei Wirecard einfach mal dafür zu sorgen, dass es mal 20, 30 Euro in die entgegengesetzte Richtung geht, nämlich nach unten. Und da kommen wir auch zu der Frage von Toni, handelst du nie short? Also erstens nie, würde ich sowieso niemals bei der Börse verwenden, weil sag niemals nie, aber doch, ich handle sogar sehr viel Short. Ich handle sogar, es geht sogar noch einen Schritt weiter, ich handle sogar viel lieber Short, als dass ich Long handle. Warum ist es so? Nun ja, am Ende des Tages ist es so, dass die Short-Seite meistens viel, viel einfacher zu handeln ist als die Long-Seite. Ist auch relativ einfach zu erklären, weil auf der Long-Seite sind meistens Händler, die eben kaufen eine Aktie. Die meisten Privaten kaufen ja sowohl als Investment als auch Trading-Position und da auch am liebsten auf der Long-Seite. Auf der Short-Seite kommen aber 2 Dinge, die eben besonders spannend sind. Das kann man auch hier einfach erklären. Also wenn der Markt jetzt hier runterfallen würde bei Nvidia,
dann gäbe es die einen, die hier vielleicht Short traden. Ob das jetzt sinnig ist, will ich gar nicht drüber diskutieren, sondern nur mal, es gibt eben Leute, die hier Short handeln. Und die Trader, die hier Long gehandelt haben in Nvidia, die müssen ja irgendwo ihre Stops sitzen haben und die sitzen ja meistens an den Tiefs. Das heißt, wenn der Markt hier durchgeht, durch so ein Tief, dann fällt so eine Aktie meistens sehr schnell dann nach unten. Das heißt, die Short-Seite ist viel, viel spannender zu handeln, Toni. Und von daher, ja, ich handle Short sehr gerne und auch wesentlich mehr Gewinne in kurzer Zeit. Ich hoffe, ich habe die Frage deswegen damit beantworten können für dich. Ansonsten gerne noch eine Nachfrage. Jetzt seht ihr auch bei Finviz, das ist jetzt hier alles wieder genullt. Das heißt, da kriegen wir dann gleich auch wieder neue Zahlen rein, damit ihr da auch immer sehen könnt, wer sind die Gewinner und Verlierer. Bank of America übrigens im schönen Upgap gleich. Okay, ja, sehr schön. Vielen Dank, Nelson. Also sowieso, die Bankentitel sind in den letzten Tagen ja eh gut gelaufen, auch die Automobilwerte, was vielleicht den einen oder anderen tatsächlich verwundert hat, dass gerade Banken und Automobilwerte besonders stark sind. Aber man sieht das eben auch anhand der Branchenrotation eben sehr häufig, welche Bereiche eben gerade besonders stark oder besonders schwach unterwegs waren. So, und dann können wir hier auch gleich sehr schnell sehen, welche Bereiche hier auf der Short-Seite sind. 3%, wie gesagt, das ist noch nicht so wirklich viel. Gucken wir auf die Long-Seite, ist hier eben an der Nasdaq nicht ganz so viel. Dann schauen wir mal, wie es im S&P aussieht. Mal erst die ersten Titel aufgerufen. Also auf der Short-Seite hier noch nicht so viel. Den Titel gibt es gerade nicht im Angebot. Auch das hier Titel, die ich nicht handle, also alles, was unter 10 Dollar ist, handle ich nicht aufgrund der Kosten, die da dran hängen. Hier sehen wir, hat zum Beispiel kein Gap gegeben, aber die Aktie kommt hier sehr schnell raus. Das heißt, hier würde ich zum Beispiel die Aktie sofort auf die Watchlist legen. Das ist sowas, was ich in den ersten Minuten hier mache. Hier haben wir dann tatsächlich ein Gap von 138 hoch auf die 145. Also auch spannend, schaue ich mir auch gerne an. Das ist so grenzwertig hier, 3,5-4%. Das Gap ist sehr klein. Die Aktie befindet sich in keinem sauberen Trend, deswegen da eher lieber nicht. Aber die Titel hier, die sehen ganz gut aus, die drei, deswegen, also hier die nicht, aber die anderen beiden, und deswegen schauen wir uns die mal an, was da passiert. Wir haben allerdings noch 200 Aktien, die wir noch nicht gescannt haben, die nehme ich dann jetzt noch einmal kurz mit rein. Ja, hier gibt es auch nochmal ein Gap, was ein bisschen größer ist. Das macht auch Sinn, auf jeden Fall da auch nochmal drauf zu schauen. Hier nicht. Okay, dann gehen wir mal auf unsere Watchliste. Also ein großes Gap nach oben, spricht im Regelfall für eine positive Nachricht, scheint aber vom Markt nicht unbedingt so angenommen zu sein, weil der Kurs jetzt doch erstmal relativ stark unter Druck gerät.
Also das ist meistens kein gutes Zeichen. Was jetzt nicht ungewöhnlich ist, dass der Markt jetzt hier mal Luft holt, aber wie gesagt, die Abwärtsbewegung von der Eröffnung zu jetzt ist dann halt doch schon fast die Hälfte. Wenn der Markt sich hier stabilisiert oder die Aktie, dann wird es gehen. Wenn es hier aber noch weiter nach unten geht, spricht das halt eher für Schwäche und macht halt dann keinen Sinn, hier auf der Long-Seite aktiv zu werden. Das heißt also, Gaps, die ich auf der Long-Seite habe, möchte ich natürlich im Regelfall dann eben auch entsprechend auf der Long-Seite nutzen, während die, wenn die Gaps auf der Short-Seite sind, ich dann eher bereit bin, die Aktie auf der Short-Seite zu handeln. So wie wir hier sehen, die Aktie ist ja runtergekommen, kommt jetzt erstmal, ne, also ist hier von 71 bis 69 runter in der ersten Minute, hat sich jetzt hier so ein bisschen stabilisiert. Muss man jetzt einfach abwarten, was in den nächsten Minuten passiert. Toni fragt noch, hast du spezielle Scannerprogramme für Long oder Short? Ja, habe ich, kann man hier auch schon sehen. Wir sortieren tatsächlich nach bestimmten Parametern, nämlich nach dem Sechs-Phasen-Modell von mir. Das heißt, es ist ein Modell, was ich seit über 15 Jahren im Screening-Prozess nutze. Das zeigt mir immer sehr gut an, ob ein Markt besonders oder eine Einzelaktie besonders stark oder besonders schwach ist. Ist ein Modell, was wir eben auch bei uns in den Online-Ausbildungen und auch im Seminar zeigen, was dahinter steckt. Und das ist das, was für mich eben dann, ich sag mal, sehr schnell den Überblick bringt, was ich nutze. Fundamental schaue ich nicht drauf, weil das einfach zu aufwendig von der Zeit ist, nach fundamentalen Daten zu schauen. Dann schaue ich nochmal in den Screener, ob sich hier noch was tut, ob hier noch was dazugekommen ist. Also hier sehen wir eine Aktie, die Short nach unten gelaufen ist. Die hat hier unten die Stops am Ende des Tages rausgenommen, läuft aber jetzt eher nach oben, also entgegen ihrer Haupttrendrichtung. Das kann jetzt nur die Korrektur des Abwärtstrends sein, muss aber nicht. Es kann auch genauso gut sein, dass die Aktie hier ein Gap hatte, die Stops hier rausgezogen hat und jetzt plötzlich nach oben explodiert. Das Handelssetup, was ich aber nutzen möchte, ist hier ganz klar definiert. Aktie macht ein Gap nach unten und dann möchte ich auch entsprechend eher diese Seite nutzen und bei der anderen Aktie eben entsprechend in die andere Richtung. Long Gap, dann Long nach oben. Warum? Nun ja, weil die Statistik zeigt, dass das häufiger gut funktioniert als andere Dinge. Den Nasdaq schauen, ob sich da noch was getan hat. Also auf der Short-Seite nichts, minus 2%, auf der Long-Seite auch nicht. Also es hält sich hier alles sehr im Rahmen. Ich schaue mir immer den Nasdaq 100 an und wie gesagt die Aktien aus dem S&P 500, weil bei den anderen Titeln häufig die Liquidität eher nicht so stark ist und von daher macht es dann am Ende des Tages häufig weniger Sinn. Ich werde jetzt nochmal auf die Watchlist gehen, die wir vorher hatten. Hier auch, wie gesagt, das, was ich vorhin sagte, also wenn hier jetzt die Möglichkeit besteht, in einen Trend hineinzukommen, Aktie nach oben, das Gap nach oben, was wir ja auch wollten. So, hier hoch. Dann hier runter und wenn wir jetzt hier einen sauberen Trend bekommen, dann wäre hier zum Beispiel eine Chance in der Aktie entsprechend vielleicht eine Position aufzubauen. Wichtig ist vielleicht auch noch immer, wenn ihr Aktien handelt, dass ihr immer drauf schaut, auf die Geld- und Briefkurse, dass die nicht zu weit auseinander liegen, weil das ist immer eher kontraproduktiv. Denn wenn ihr, ich sag mal, ein halbes Prozent, zwischen Geld- und Briefkurs habt, dann ist das halt sehr, sehr viel. Im Regelfall, ich sag mal so, bei Aktien in Deutschland, also
alles, was mehr als 0,1% ist, das ist schon echt viel. Und jetzt haben wir, glaube ich, ein Signal bekommen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das Thyssen gewesen ist, die wir uns vorhin angeschaut haben. Ja, Thyssen bricht jetzt hier aus. Von daher war es ganz gut, dass wir vorhin eben darüber gesprochen haben. Also jetzt hier wäre es jetzt zum Beispiel für mich auch, ich packe sie jetzt auf die Watchliste. Und das heißt, wenn wir jetzt entsprechend eine Korrektur bekommen in der Aktie und es dann nach oben geht, würde ich hier halt nochmal schauen. Ja, hier gibt es auch einen Durchbruch nach unten bei Workday. Hier ist es jetzt natürlich genau wichtig drauf zu schauen, auch wie sieht das Volumen aus, was hier gehandelt wird, also auch die Geld- und Briefkurse. Das ist relativ eng mit 0,1%, also von daher passend, also auch da macht es dann Sinn, hier entsprechend sie auf die Watchliste zu nehmen und dann zu schauen, was sich hier noch ergibt. Auch hier wieder dasselbe Bild, was wir vorher besprochen haben. Also wenn man hier das Hoch kauft, was eben sehr, sehr viele Trader machen, läuft man halt immer das Gefahr, dass genau das passiert, was wir hier sehen. Also die Aktie bricht nach oben aus und fällt halt sehr schnell wieder runter. Deswegen ist das etwas, was meistens nicht wirklich so gut funktioniert. Am Ende ist es eher besser eben aus der Korrektur heraus, das wollten wir aber hier nicht, oder man wartet erst den Durchbruch ab und wenn es dann zu einer stärkeren Bewegung kommt, dann einfach diese Bewegung mitzugehen. Was noch eine Schwierigkeit bringt, ist hier zum Beispiel bei der Aktie von Workday. Die ist zwar sehr schön auf der Short-Seite und man hätte hier sogar schon einen Trade aufsetzen können, in der Theorie, in der Praxis leider nicht. Hier unter den Tiefs beispielsweise. Es gibt hier keine Möglichkeit, zumindest bei dem Broker, über den ich gerade handle, die Aktie zu shorten. Das heißt hier, die Uptick-Rule ist ausgelöst worden. Das heißt also, wir bekommen hier keine Leerverkäufe im Moment hin. Also das kann euch auf der Short-Seite immer wieder passieren. Das erkennt ihr immer daran, je nachdem, bei welchem Broker ihr seid, kriegt ihr eigentlich ein Zeichen immer, das euch anzeigt, ob ihr eine Aktie shorten könnt oder nicht. Bin sofort bei euch. Ich bin gerade dabei zu schauen, ob wir eine Order für Thyssen setzen können. Erkläre auch gleich warum.
Also ich werde jetzt eine Order aufsetzen über dem Hoch mit dem Stop unter dem Tief hier. Sollte es also Thyssen schaffen, jetzt einen Ausbruch nach oben zu machen, dann bin ich auch bereit, diesen entsprechend mitzugehen. Den Stop setze ich dann entsprechend hier unter das Tief. Sollte die Aktie aber jetzt nach unten wegfallen, würde ich dieses Signal eben entsprechend nicht mehr umsetzen. Das heißt, ich achte hier also wirklich genau darauf, was passiert hier im Markt. Kommt es hier zum Ausbruch, der tatsächlich dann, dass die Aktie sich hier stabilisiert, da gehe ich diesen Ausbruch gerne mit. Sollte das nicht funktionieren, würde ich das eben entsprechend nicht machen. Hier sehen wir, dass die Aktie es nicht geschafft hat, nach unten wegzulaufen, sondern eher nach oben zu gehen. Also auch das hier, so ein typisches Bild. Die Aktie ist hier erst sehr schwach gewesen und baut dann im Verlauf hier eher stärker auf. Also man hat hier diese Bewegung gehabt, so hier rauf, jetzt hier runter. Und jetzt ist das Spannende, wenn der Markt hier durchgeht, dann haben wir halt keinen tatsächlichen Trend mehr nach unten. Dann haben wir einen Korrekturtrend, der wieder nach oben läuft. Und die Gefahr besteht halt, dass es hier auf der Short-Seite erstmal nicht weitergeht. Anders ist es, wenn es hier zum Doppel-Top kommt, beziehungsweise hier wären es dann sogar das Dreifach-Top, dann könnte es natürlich auch passieren, dass der Markt hier nach unten wegläuft. Bei Thyssen ist da nichts passiert, also hängt noch fest. Das heißt, hier gibt es auf jeden Fall Verkäufer auf der 13,25, die immer wieder auftauchen. Wir sehen hier, dass hier gerade überhaupt nichts passiert in der Thyssen-Aktie. Da gibt es sowohl Käufer als auch Verkäufer in der Aktie. Es gibt sowieso, also deswegen finde ich es auch mal ganz witzig, wenn man Börse vor 8 hört oder so, wenn dann erklärt wird, warum eine Aktie jetzt an Prozent gestiegen ist oder nicht. Weil wenn wir Bewegungen haben, die so wie jetzt hier im Prinzip von 23 auf 25 oder 26 ist es, ist halt nichtssagend. Das heißt, wieso, weshalb, warum jetzt der Wert hier hin und her läuft, liegt einfach nur daran, dass auf der Oberseite einfach ein Abgeber ist, der auf der 13,25, 13,26 sitzt und auf der anderen Seite unten bei 13,23 halt Käufer. So, und irgendeiner von den beiden wird irgendwann mal seine Position nicht mehr halten können und dann geht es halt in die eine oder andere Richtung. Und das Ganze kann man dann eben nutzen. Ich würde es halt nicht auf der Short-Seite nutzen, sondern eben entsprechend nur auf der Long-Seite. Und damit ist das Thema auch schon erschöpft. Also dazwischen gibt es auch gar nichts Großes an großen Sachen zu diskutieren. Ich schaue noch mal kurz bei den Fragen drauf, während wir hier warten, was hier passiert. Nico schreibt, warum nicht den Ausbruch bei Thyssen schon direkt handeln mit halber Positionsgröße und wenn es eine Korrektur gibt, hier dann nachkaufen, dann steige ich doch insgesamt wesentlich günstiger ein, als wenn ich nur in der Korrektur einkaufe. Denn diese läuft ja oft nicht genau bis zum Ausbruchspunkt zurück. Am Ende, Nico, kann und soll jeder so handeln, wie er es für richtig hält. Und ich kann dir nicht sagen, was du machen sollst und was für dich am Ende des Tages das Profitabelste ist. Ich kann dir nur sagen, wie ich handle, und wie ich das in meinem Trading umsetze und wie ich es am Ende des Jahres immer wieder schaffe, zweistellige Renditen zu erzielen. So, und am Ende muss das jeder für sich selbst schauen. Und wenn du es schaffst, mit diesem Handelsansatz, den du hier beschreibst, ein positives Ergebnis zu bekommen, damit zwei- oder dreistellige Renditen zu erzielen, dann ist das alles perfekt. Ja,
Ich habe überhaupt nicht den Anspruch daran, das beste System dieser Welt zu haben. Darum geht es auch im Trading gar nicht. Also viele meiner Kollegen, mit denen ich sehr engen Kontakt auch habe, wie ein Giovanni Ciccivelli beispielsweise, den ich schon seit, oh, ich glaube, 17, 18, 19 Jahren kenne, wir ganz viele Incentive-Reisen auch schon gemeinsam gemacht haben. Am Ende hat jeder von uns seinen eigenen Handelsansatz, seinen eigenen Handelsstil und damit macht er Gewinne. Und jeder von uns, also was wir häufig haben, sind halt, dass wir ähnliche Trades haben mit einem anderen Ansatz. Und der eine hat mal ein bisschen mehr Performance, der andere ein bisschen weniger Performance. Aber am Ende des Tages sind wir häufig in den gleichen Titeln drinne. So, und das ist am Ende des Tages immer das, was spannend ist, dass wir in ähnlichen Titeln sind. Jeder steigt aber von uns ein bisschen anders ein oder aus. Am Ende geht es nicht darum, ob du ein System hast oder überhaupt, dass wir ein System haben, das besser ist als das von den anderen, sondern es ist wichtig, dass du ein System hast, was du immer umsetzen kannst, also mental umsetzen kannst, egal, ob du jetzt mal gerade 3 oder 5 Gewinntrades hattest oder ob du 5 oder 10 Verlusttrades hattest. So, und daran scheitern halt die meisten, weil jeder von uns kann sich vorstellen, 5 Gewinntrades halte ich aus, 10 Gewinntrades hintereinander halte ich aus. Aber was ist, wenn du 5 oder 10 Verlusttrades hintereinander hast, hältst du dein System dann auch noch aus? Das ist am Ende des Tages das Spannende. Und dann guckt man einfach, okay, was passiert oder was passiert nicht, ne? Also vom Mentalen her. Also es gibt nicht richtig oder falsch. Also wir sehen, der Markt bleibt hier einfach an den alten Hochs hängen. Hier gibt es einfach immer noch Verkäufer auf diesem Level. Also noch kein Durchbruch bis jetzt da. Hier ist auch noch kein Abwärtstrend entstanden. Ja, sehr gerne, Nico. Also Nico schreibt auch gerade, danke für die ausführlichen Antworten. Deswegen machen wir das ja hier, möglichst viele dieser Fragen auch zu beantworten. Und es gibt vielleicht auch ein bisschen Ruhe in euer System. Also jagt nicht dem hinterher, dass ihr immer glaubt, ihr müsst das beste System dieser Welt finden, weil am Ende macht das Handelssetup eben vielleicht ein Drittel eures Trading-Erfolges aus. Viel wichtiger ist eigentlich, mit welchem Stop-System agiert ihr? Wann nehmt ihr Gewinne im Markt mit? Wie sieht es mit eurer Psychologie im Trading aus? Weil das den größten prozentualen Anteil eures Erfolgs hat. Also wie gesagt, das Beispiel, was ich gerade hatte, 5 Trades hintereinander gewinnen, wird im Regelfall keinem von euch was ausmachen. 5-mal hintereinander verlieren, 1-mal gewinnen und wieder 5-mal hintereinander verlieren, wahrscheinlich schon eher. So, und da kommt es am Ende des Tages immer darauf an, dass ihr ein System habt, dem ihr vertrauen könnt, dass ihr es auch aushaltet, wenn ihr mehr als 5 oder 10-mal hintereinander auf der falschen Seite gestanden habt. Johann schreibt LRCX. Ja, hier hat es ein Gap gegeben, aber das Gap, Johann, ist halt nicht wirklich groß. Schau dir das an. Du hast hier ein Gap von 1,6% gehabt. Das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe. Also wenn wir hier nicht mindestens ein Gap haben von 5%, dann ist es für mich kein typischer Nachrichtentrade, auf den ich hier unbedingt draufspringen muss. Schau nochmal nach Thyssen, weil wenn wir hier den Ausbruch kriegen würden, über die 13,27, ich habe bei der 13,28 meinen Stop liegen, dann würde ich hier auf jeden Fall versuchen, hier einen schnellen Trade zu setzen. So, jetzt läuft auch hier der Markt an die Hochs ran. Also auch hier wieder das typische Bild, der im Prinzip 1:1 zu dem, was wir gerade bei Thyssen hatten. Also 146,77 und hier sind wir genau 1 Cent höher oder 3 Cent höher. Das heißt also, das Risiko hier ist einfach immer da, dass der Markt eben nicht diesen Durchbruch macht. Und deswegen gehe ich dieses Hoch auch im Regelfall eben nicht mit, sondern warte ab, ob es dann zu einer Korrektur kommt und schaue mir dann an, ob ich hier einen Trade setzen kann oder nicht.
Nico fragt nochmal nach der durchschnittlichen Performance. Im Trader stand mal, dass die besten Trader 20% im Jahr im Durchschnitt bekommen. Wie kommen meine 36%? Also, da schreibst 40, aber sind 36,8% durchschnittliche Performance. Ja, die sind nicht sogar auf 10 Jahre, die sind sogar auf 15 Jahre. Diese durchschnittliche Performance verschiebt sich immer so um 1-2% im Jahr, mal nach oben, mal nach unten. Ich weiß nicht, woher die immer ihre Zahlen beziehen. Also ich möchte ein krasses Beispiel auf der Long-Seite bringen. Ich möchte mich also, was das angeht, auch gar nicht sagen, dass das, was wir machen, das Beste ist. Also ich sag mal, ein lieber Kollege von mir, den ich, wie gesagt, seit über 15 Jahren kenne, Giovanni Ciccivelli, der macht manchmal im Monat 10%, ja, und das über einen längeren Zeitraum hinweg. Deswegen diese 20%, ja, also ich weiß nicht, auf was Sie das beziehen. Wahrscheinlich hängt es auch ein bisschen mit den Kontogrößen zu tun. Also wenn ich 10 Millionen auf dem Konto habe, wird es auf jeden Fall schwieriger, eine starke Performance hinzulegen. Das ist sicherlich ganz außer Frage. Wenn ihr Konten habt zwischen, ich sage jetzt mal, 25 und 100.000 Euro, dann wird es wesentlich einfacher sein, hier entsprechend hohe Performances zu haben. Was ich eben nicht mache, das ist auch das, was wir bei kleinen Konten nicht machen. Ich nutze halt keine Hebelprodukte, weil ich, wenn man das Geld hat, braucht man das nicht unbedingt. Das hat auch ein bisschen was mit Risk Management am Ende des Tages zu tun. Aber gerade bei mittleren und kleinen Konten macht es auf jeden Fall Sinn, hier auch viel mit CFDs zu agieren. Vielleicht noch eine Order, die ich noch gerade zeigen möchte, hier. Nicht im Minutenchart, sondern ich werde hier versuchen, für kleine Konten eine Order zu platzieren. Und zwar haben wir gesehen, dass es hier gestern in der Aktie ein neues Hoch gegeben hat. Das heißt, hier in den Rücklauf hinein werde ich versuchen, mit dem Trick des Traders hier in den Trade hineinzukommen, ungefähr beim 50% Retracement. Also alle die von euch, die auch bei kleine Konten mit dabei sind, werden dann in der nächsten Woche sehen, dass wir hier dann mit großer Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich auch hier in einen Trade hineinlaufen, ähnlich auch bei Vonovia, wo ich ja auch gesagt habe, ich möchte hier, wenn der Markt zurückkommt, hier entsprechend in einen Trade hineinkommen. Nochmal schauen, was die Merck-Aktie macht, die wir ja derzeit auch im Depot haben. Ja, passiert jetzt auch nichts weiter, die hängt hier im Prinzip auch an der Ausbruchsmarke fest. Gehen wir nochmal in Thyssen. Hier ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass wir hier noch eine Bewegung bekommen. Also ihr seht, warum ich nicht hier einfach blind, das ist ja, vorhin kam ja die Frage, warum wir nicht einfach hier einfach einsteigen über dem Hoch. Im Regelfall ist es so, dass ich in den nächsten 30 Minuten hier das Handelsdesk verlassen würde. Also ich bin eine Stunde, maximal 90 Minuten, wenn ich in einem Trade drin bin, nach Handelseröffnung noch im Handel. Das heißt, wenn dann keine Bewegung da ist, dann läuft die Bewegung leider ohne mich, weil meine Statistik mir einfach zeigt, dass die 60 Minuten nach der Handelseröffnung für mich die besten sind. Das heißt nicht, dass ich danach keine Gewinntrades habe, aber der Profitfaktor für mich auf die Zeit gesehen ist tatsächlich am besten in den 60 Minuten nach Handelseröffnung. Und wenn ich jetzt so wie hier jetzt den Durchbruch nach oben bekomme, die Order wird auch im Markt bleiben bis 16:30 Uhr, dann ziehe ich die Order wieder raus, weil es kann ja sein, dass in der nächsten halben Stunde dann doch hier noch etwas passiert. Ich muss dann auch gar nicht da sein, weil ich ein automatisches System habe, was die Orders kontrolliert. Das haben auch viele andere von euch, die den Agile Trader verwenden. Da kann man das sehr gut machen, dass die Stops dann entsprechend nach der eigenen Handelslogik nachgezogen werden. Der Stop ist ja ganz klar definiert, kann ich auch ganz klar sagen. Also der Trade ist so aufgesetzt, dass wir hier unten den Stop sitzen haben und bei einem CRV von 2 die Position auch wieder entsprechend schließen. Warum bei 2? Naja, weil ich bei einer Trefferquote von nur 40% immer noch erfolgreich wäre. Das heißt also, selbst wenn ihr nur 40% Trefferquote habt, müsst ihr euch das so vorstellen. Euer Risiko ist 100 Euro, ihr macht 10 Trades. Das heißt, ihr würdet viermal gewinnen und sechsmal verlieren bei 40% Trefferquote. Ihr würdet also sechsmal beispielsweise 100 Euro verlieren, sind minus 600. Ihr würdet viermal im Schnitt 200 Euro gewinnen, sind 800. Natürlich werden wir nicht jedes Mal voll ausgestoppt, weil wir den Stop nachziehen können. Auf der anderen Seite werden wir nicht immer unser Ziel erreichen, aber ihr werdet im Schnitt bei 40% Trefferquote immer profitabel sein, wenn ihr im Durchschnitt ungefähr das Doppelte an Gewinn macht gegenüber dem
was ihr als Stop kalkuliert. Deswegen ist es ganz wichtig, seine Zahlen zu kennen. Dafür braucht man das Trading Journal. Und ihr seht, da schließt sich im Prinzip immer wieder der Kreis. So, wenn der Markt jetzt hier das Tief rausnimmt, dann ist das passiert das, was ich vorhin schon gesagt habe. Dann würde die Order für mich hinfällig werden. Wir sind jetzt gerade auf der Auffanglinie. Das heißt, also wenn der Markt sich hier stabilisiert, ist alles easy. Fallen wir aber unter die 13,22, wo jetzt im Moment auch noch eine einigermaßen kräftige Order sitzt, dann ist alles noch im grünen Bereich. Fallen wir drunter, dann ist dieses Handelssetup weg. Und damit wäre eben auch die Problematik, die ich vorhin gestellt habe, wenn man am Hoch kauft und dann das passiert, was hier passiert, der Markt läuft nicht sofort in den Gewinn, dann bekommen wir halt sehr schnell ein Problem im Handel. Deswegen ganz wichtig, dass ihr ein ganz klares Handelssetup habt. Wo möchtet ihr wann handeln? Und wenn ihr das nicht habt und euch vom Gefühl leiten lasst, dann ist man häufig eben zweiter Sieger. Deswegen sind zwei Dinge elementar im Trading. Das eine ist der Handelsplan. So, damit ist auch das passiert, was wir gerade gesagt haben. Wir können die Order stornieren, weil der Markt nach unten weggelaufen ist. Der Handelsplan ist wichtig, also ihr müsst ganz genau wissen, wann wollt ihr mit welcher Begründung handeln. Ihr braucht immer eine Begründung für den Handel. Am einfachsten ist es, wenn ihr jemand, der auch im Handel ist, mal erklärt, wieso, weshalb, warum euer Handelssetup genau so ist und nicht anders. Das hilft und nachdem entsprechend dann, wenn ihr den Trade gemacht habt, dann im Prinzip das Handelsjournal führt. Auch das machen wir ja bei kleinen Konten auch. Also dann entsprechend nicht nur die Trades entsprechend eingehen, sondern auch im Anschluss daran besprechen, wieso, weshalb, warum haben wir sie gemacht und wieso haben wir den Trade entsprechend verloren. Gut, Fragen sind keine mehr reingekommen. Es ist auch 16 Uhr, haben ein, zwei Minuten überzogen. Ich hoffe, es war in Ordnung für euch und auch für Nelson. Hat mir wieder viel Spaß gemacht, euch einen Einblick in meine Handelsvorbereitung zu geben und meine Gedankengänge, um Trades aufzusetzen. Wäre sehr schön gewesen, wenn Thyssen nach oben durchgestartet wäre. Ist aber hier in diesem Fall nicht passiert. Eine letzte Frage, es kommt noch rein, die würde ich noch beantworten. Was heißt Handelslogik bei Thyssen? Wäre gewesen, neues Hoch, Wartekorrektur ab und dann der Einstieg. Ja, das wäre jetzt hier genau so gewesen. Nico, also neues Hoch, Korrektur und wenn der im Ausbruch kommt, bin ich dabei. Was jetzt passiert, ist genau das. Viele Leute, die oben eingestiegen sind, die kriegen jetzt die Problematik, die kriegen auch jetzt schnell kalte Füße, weil der Markt hier eben jetzt nach unten wegbricht und dem möchte ich mich eben nicht stellen und deswegen haben wir eben entsprechende Handelslogiken, denen wir am Ende des Tages folgen. Vielen Dank, Daniel, Kerstin, für das positive Feedback. Euch allen wünsche ich eine erfolgreiche Zeit an den Märkten. Passt immer auf eure Positionen auf. Letzter Tipp von mir, wenn ich das vielleicht sagen darf. Haltet immer euer Risiko im Griff. Die Gewinne kommen von ganz alleine. Das ist am Ende das, was mir immer am meisten geholfen hat. Das hat auch damals schon mein Mentor gesagt im Trading. Wer dafür sorgt, dass seine Verluste nicht zu groß werden, wird langfristig auch Gewinne machen. Damit möchte ich gerne abschließen. Mich bedanken auch bei Nelson für das heutige Webinar. Euch weiterhin viel Erfolg an den Märkten und vielleicht werde ich den einen oder anderen nächste Woche auch wieder bei Rendite Unlimited in Berlin sehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ja, vielen, vielen Dank, Mario. Ich habe zu danken. War wirklich ein super Webinar, kann ich mich nur anschließen, was die Teilnehmer jetzt auch schon im Chat geschrieben haben. Wir versuchen, die Aufzeichnung so schnell wie möglich online zu bringen, sodass Sie alles nochmal nacharbeiten können. Und ich wünsche natürlich Ihnen allen natürlich noch einen erfolgreichen Tag und noch einen schönen Tag, auch wenn es draußen ein bisschen regnerisch ist. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss zusammen.